meine Damen und Herren. Zunächst Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Wir mussten aus irgendwelchen Gründen in diesen Hörsaal ausweichen. Der Hörsaal Chirurgie ist besetzt, obwohl er eigentlich nach meiner Meinung für uns reserviert war. Aber Sie haben den Weg gefunden. Es tut mir leid, dass Sie vielleicht Unannehmlichkeiten hatten. Als Sie das Thema hörten, wir haben es etwas modifiziert. Ich hoffe, Sie sind einverstanden. Große Forschung bei Kleinen, haben Sie vielleicht ein bisschen gestockt, bei kleinen Kindern Forschung. Andererseits muss man sich natürlich bewusst machen, dass ohne enorme Forschung in den letzten Jahren es gar nicht möglich gewesen wäre, so viele Kinder mit schweren Erkrankungen heutzutage zu heilen und ihnen eine gute Prognose mit auf den Weg zu geben. Also die Forschung in der Kinderklinik ist wichtig, genauso wichtig beim Erwachsenen. Und das sollte eigentlich heute gezeigt werden an einigen Beispielen, die Professor Zepp gewählt hat, wo er meint, in den nächsten 10, 20, 30 Jahren wird es dort weitergehen, auf diesen Gebieten weitergehen. Dort könnte sich was Entscheidendes tun. Dort können wir unser Verständnis über die Erkrankungen verbessern und Therapieansätze finden. Insofern begrüße ich die Referenten. Danke mir für die Kooperation. Hat wunderbar geklappt bezüglich Pressemitteilung und so weiter. Nun, Professor Zepp kennen Sie wahrscheinlich. Er hat viele Eigenschaften eines Mainzers. Ich wollte nur zwei, drei Dinge sagen, die ich bemerkenswert finde. Zunächst mal ist Herr Professor Zepp ein Mainzer Wissenschaftler. Er ist hier aufgewachsen, das heißt, er hat hier studiert und hat die ganze Leiter konsequent durchgemacht, bis zum Chef der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Also nach dem Studium in Mainz folgte die Dissertation, dann folgte die Assistenzarztzeit, Oberarztzeit, Habilitation, Ernennung zum Professor, schließlich Direktor der Kinderklinik und am Schluss Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Das zeigt eigentlich, wie attraktiv Mainz ist und die Uniklinik attraktiv sind. Ein zweites kann man daraus sehen, diese Mainzer Uniklinik ist ein guter Nährboden, um große Positionen zu erreichen. Professor Zepf war Prodekan für Forschung zuständig in unserer Fakultät, unserem Fachbereich. Und ich denke, die bedeutendste Position, die Sie haben, ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde oder Kinder- und Jugendmedizin. Und das ist schon was, nicht? Und das finde ich ganz toll, dass Sie das aus Mainz heraus getragen haben. Und das ist eine Besonderheit. Die andere Besonderheit ist, dass ich ja Chirurg war oder wurde. Ich hatte mal mit der Immunologie irgendwie geliebäugelt und dann bin ich zu einem Immunologen, wollte mich bewerben. Dann hat er gesagt, ja, das ist interessant, Immunologie, aber wenn Sie das machen müssen, müssen Sie Ihr ganzes Leben in der Immunologie bleiben, sonst werden Sie da nichts werden. Und das war mir dann doch ein bisschen viel. Und aber es zeigt mir, wie richtig dieser Kollege hatte, den Professor Zepp, ist Immunologe und ich glaube, das war auch ihr erstes großes Gebiet und es zeigt eben, wie wichtig es heutzutage ist, in der Wissenschaft praktisch auf einem Gebiet zu bleiben, immer wieder in die gleiche Kerbe zu hauen und zu schauen, wie kommt man weiter, wie vertieft man sein Wissen, wo geht es weiter. Und das ist ein wunderbares Beispiel, dass man eben sagt, man muss vielleicht doch sein ganzes Leben lang forschen, um dann bedeutende Erkenntnisse zu gewinnen. Und diese Bedeutung zeigt sich dann in der Kinderklinik, dass Professor Zepp ja für die Impfungen zuständig ist. Ich sage das etwas einfacher, aber er ist Mitglied der Impfkommission des Robert-Koch-Instituts, schon eine wichtige Sache. Impfung ist ja eine Form der Prävention. Und die Prävention wird ja in der Erwachsenenmedizin immer bedeutender. Es ist wohl besser, wie man jetzt weiß, das Kind nicht erst in den Brunnen fallen zu lassen und dann zu behandeln, sondern dafür sorgen, dass er gar nicht krank wird. Und das ist etwas, was Professor Zepp früh erkannt hatte. Und aufgrund der Impfung liegt es dann natürlich nahe, die Prävention auszubreiten. Hat eine Stiftung gegründet über präventive Intensivmedizin, ist Vorsitzender eines Arbeitskreises zu diesem Thema und hat eben aus seiner Immunologie und aus dieser Vorsorge oder Prävention ein riesengroßes Betätigungsfeld gemacht, indem er deutschlandweit und darüber hinaus anerkannt ist.
Heute ist eigentlich die Prävention kein Thema. Auch Sie sind jetzt kein Thema mehr. Das wäre sicher, wird es sicher mal auf Sie zukommen, dass es in extenso besprochen wird. Ich finde es immer wieder interessant und ich bin auch dankbar, dass sich die Klinikchefs trotz ihrer vielen Zeit für solche Abende zur Verfügung stellen. Und jetzt wird Professor Zepp uns durch den Abend führen und seine Mitarbeiter und die Arbeitsgebiete vorstellen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. So, wunderbar. So, ja, lieber Herr Kollege Junginger, vielen Dank erstmal für diese sehr großzügige und wohlwollende Einführung. Einen guten Abend, verehrte Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, dass wir heute Gelegenheit haben, Ihnen die Kinderheilkunde oder die Kinder- und Jugendmedizin, wie wir heute sagen, und die darin verankerte Forschung oder Forschungsaktivität ein bisschen näher bringen zu können. Ich habe verstanden, dass wir gewissermaßen parallel zu im Hörsaal der Chirurgie, wo wir sonst zusammenkommen, ein Thema der Kardiologie, der Erwachsenenkardiologie bearbeiten. Das ist wichtig und interessant. Und was wir Ihnen heute vielleicht auch vermitteln wollen, und deshalb ist es gut, dass Sie hier gewesen sind und nicht da drüben, ist, dass die Grundlagen, die heute in der Forschung in der Kinder- und Jugendmedizin gelegt werden, morgen dazu führen werden, dass wir diese Krankheiten, die man heute noch da drüben diskutiert, wahrscheinlich in wesentlich geringerem Umfang oder gar nicht mehr diskutieren muss. Denn die wesentlichen Probleme, die uns in unserem Alter mit chronischer Erkrankung belasten, sind Veränderungen, die in unserer frühen Kindheit, manchmal sogar bevor wir geboren werden, gelegt werden. Und insofern wollen wir die Gelegenheit nutzen, in einem kleinen Ausblick Ihnen ein paar Aspekte moderner, präventiv orientierter, muss ich sagen, Forschung zu vermitteln. Denn all das, was diese jungen Kollegen aus unserer Klinik in ihren Forschungskonzepten haben, das kann morgen die Grundlage für die Verhinderung von eben einer Vielzahl chronischer Erkrankungen des Erwachsenen bedeuten, kann aber auch, das werden Sie sehen, akute Probleme im Kindesalter lösen. Aber tatsächlich, Kinder- und Jugendmedizin heute, ich will Ihnen ganz kleine Einführung noch geben in die Historie unseres Fachs, ist nicht mehr primär Akutmedizin, sondern 2/3 unserer Arbeit ist Prävention und hat das Ziel, einen Menschen von der Geburt, vielleicht sogar vor der Geburt, von der Konzeption bis hin zum Erwachsenenalter so zu begleiten, dass er das Optimum, das Maximum dessen, was die Natur ihm mit ihm auf den Weg gegeben hat, an Lebensqualität erreichen kann. Ich habe 3 Kollegen dabei und wir haben es auch bewusst so aufgebaut. Wir starten mit einem sehr theoretischen Thema rein, gehen dann über, sag ich mal, klinische Belange bis zu dem Ganzklinischen. Also ich habe gedacht, man ermüdet ja vielleicht auch ein bisschen über eine Stunde und so haben wir das Kompliziertere an den Anfang gestellt, von dem ich glaube, Sie werden begeistert sein. Es ist nicht wirklich so kompliziert, wie es erscheint. Und es zeigt die Prinzipien, denen es unterliegt. Herr Müller, wo ist der? Aha, geh mal rein. Also, ganz kurzer Einstieg in die Kinder und Jugendlichen. Ich will vielleicht noch eins erwähnen, weil es ist jetzt irgendwie aufgefallen. Das sind tatsächlich 3 Männer. Pädiatrie, wie viele medizinische Kliniken, ist weiblich. 80% unserer Mitarbeiterinnen sind weiblich. Und natürlich haben wir auch sehr gute Kolleginnen und Kollegen, die bei uns forschen. Nun ist es aus welchen Gründen auch immer so, dass die molekularbiologische Forschung irgendwie bei der männlichen Truppe angekommen ist, sodass sie jetzt diesen Auszug bekommen. Und schon heute melde ich bei Herrn Junginger an, dass wir mit unseren Damen auch mal hier auftreten müssen. Also, nun, dass kein falscher Eindruck entsteht. Gut, das ist für die, die hier vor Ort sind, kennen Sie die Kinderklinik. Es ist, und das ist eine sehr schöne Kinderklinik, für uns hier in Mainz die schönste wahrscheinlich in Deutschland. Und es ist allein mitnichten so, dass die Versorgung von Kindern in so günstigen Bedingungen immer schon der Regelfall gewesen ist. Die Kinder- und Jugendmedizin gehört eigentlich zu den jungen medizinischen Disziplinen. In der Aufklärung entstanden, also etwa 200, 230 Jahre, nicht weil man den Kindern was Besonderes Gutes tun wollte, sondern einfach, weil es eine Vielzahl von weisen Kindern oder Kindern von ausgesetzten Kindern gab, die gewissermaßen in den Städten zu finden waren und die aufgeklärte oder sich aufklärende Gesellschaft den Entschluss gefasst hat, diese in Waisenhäusern zusammenzufassen, weil man das Ziel hatte, sie gewissermaßen zu wertvollen Elementen der aufgeklärten Gesellschaft zu erziehen. Da hat die Kinder- und Jugendmedizin angefangen und aus diesen Waisenhäusern sind nachher dann Kinderkliniken nochmal 50
80 Jahre später entstanden Kaiserin Auguste Victoria in Berlin. Das ist eigentlich die erste, die konsequent darum gekümmert hat in Deutschland. Und das, beachten Sie diese Wolke noch nicht, die zeige ich Ihnen gleich nochmal. Das ist eigentlich die Geschichte der Kinder- und Jugendmedizin in Deutschland. Die beginnt einfach noch später. 1870 gab es die erste Kindereinrichtung in Würzburg. Und 1883 hat sich die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, die Junge gerade angesprochen hat, gegründet. Also sieht man, ist gerade mal so etwas mehr als 120 Jahre alt. Und das ist, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, das ist die Entwicklung der letzten 50 Jahre. Was Sie sehen, so 100 Jahre ist da offensichtlich gar nicht so viel gewesen. Also hier ist ein dramatisches Ereignis, das uns verändert hat. Und das ist auch ganz spannend, wenn man das mal betrachtet, wie Entwicklung der Kinderärzte in Deutschland. Für uns ist das heute selbstverständlich, überall als Kinderärzte etwa 15.000 in Deutschland, in Kliniken und in niedergelassenen Praxen etwa halbe, also 7.000 da, 7.000 dort. Hier so im 19. Jahrhundert gab es mal gerade 100, in den 50er Jahren gab es etwa 1.000 Kinderärzte in Deutschland. Also da muss ja was geschehen sein. Und nicht nur die Versorgung von Kindern, sondern das ist das Fach, das die interessanteste, die spannendste wissenschaftliche Entwicklung durchgemacht hat überhaupt. Und im Prinzip viele Dinge, die hier geschehen sind, sind die Grundlage dessen, was die Erwachsenenmedizin, sage ich jetzt mal so forsch, überhaupt heute bewegt. Wir gehen da nochmal hin, aber nochmal schauen, um einen Eindruck zu geben, wie ist das gewesen mit der Versorgung von Kindern in Deutschland? Etwa so den Beginn des 20. Jahrhunderts. Das ist aus einer Untersuchung in Berlin. Ich sage, da waren die ersten größeren Kindereinrichtungen gewesen. Und dann sehen Sie, die Sterblichkeit von Kindern im ersten Lebensjahr, die ist so hoch gewesen wie die Sterblichkeit von älteren Menschen über 80. Das sind eigentlich dramatische Verhältnisse, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Das ist keine 100 Jahre her, wie man hier sieht. Also, die Sterblichkeit ist sehr hoch gewesen am Anfang des Lebens. Und insofern ist das Thema, ich habe gesagt, da passierte nicht viel, der Kinder- und Jugendmedizin in der Tat vor allen Dingen gewesen, wie können wir die Ernährung von Kindern, kleinen Kindern verbessern. Wie können wir Infektionskrankheiten, etwa Jenner 1796, der zum ersten Mal Pocken überimpft, verändern? Und vor allen Dingen, wie können wir das große Problem des Sterbens von sehr jungen Säuglingen, nicht mal Frühgeborenen, erreichen, um die Lebensqualität der Menschen zu verbessern? Das ist der Kinder- und Jugendmedizin gelungen. Sie sehen das, wir haben eben hier die Sterblichkeit von 163 Kindern und 1.000 Lebendgeborene gehabt. Und Sie sehen, in den vergangenen 100 Jahren ist es auf 3 runter. Das ist internationaler Durchschnitt. Es gibt wenige Länder der Welt, die das besser können. Im marginalen Bereich vielleicht die Schweden und die Australier. Ansonsten ist das ein extrem gutes Ergebnis. Welche Konsequenzen hat das für die Gesellschaft gehabt? Ich will sagen, wir können nicht nur faktisch das Leben verbessern, sondern wir sind mittlerweile in der Lage, mit moderner Neugeborenenmedizin auch ganz, ganz kleine Menschen hier ohne maximale Intensivmedizin zu behandeln. Das sind Riesenfortschritte und ich will Ihnen erläutern, wo diese Fortschritte auch für uns Erwachsene oder für unser Erwachsenwerden von Bedeutung sind. Das ist die Lebenserwartung von Menschen am Anfang des vergangenen Jahrhunderts und am Ende. Sie sehen, 1910 ist die durchschnittliche Lebenserwartung, wäre von mir, bei Geburt etwa 45 Jahre gewesen. Heute ist die Lebenserwartung durchschnittlich 85 Jahre. Bisschen mehr sogar noch, in den letzten Jahren ist noch ein bisschen hochgerutscht hier oben. Und diese blaue Kurve hier, das ist die Nettoveränderung der Lebenserwartung in diesen Altersabschnitten. Die blaue Kurve hier unten. Das ist die Lebenserwartung 1900, das ist die Lebenserwartung 1995. Und Sie sehen, das ist der Nettozugewinn. Was ich Ihnen zeigen will, wo sind die entscheidenden Veränderungen aufgetreten? Die entscheidenden Veränderungen, dass wir alle Endler werden können und dass wir eine hohe Lebenserwartung haben, hat damit zu tun, was mit unserem Organismus, mit unserer Entwicklung in den ersten 10 Lebensjahren passiert. Wir vergessen das, deshalb vergessen wir auch gelegentlich in der Diskussion, wie wichtig Kinder- und Jugendmedizin ist. Aber ich will Ihnen sagen, wir alle, wie wir hier drin sitzen, haben davon profitiert, dass wir unter günstigeren Bedingungen gestartet sind, als dass die Menschen zur Verfügung hatten, die 1910 gelebt haben. Was sind die wesentlichen Aspekte, die uns bewegt haben? Professor Junginger hat es angesprochen, die Immunologie ist eine Wissenschaft, die erklärt, wie Zellen miteinander kommunizieren, interagieren. Die Molekularbiologie geht in die Zelle rein und erläutert, wie eine Zelle bestimmte Funktionsschritte auf den Weg bringt. Und wahrscheinlich die wichtigste Entwicklung in den vergangenen 50 Jahren ist das Verständnis des biologischen Bauplans, des genetischen Bauplans von Menschen gewesen. Darüber werden wir
über all diese Aspekte heute ein bisschen hören. Und es ist in der Tat so, dass das unser Leben bestimmt, Ihr Leben, mein Leben. Und wir sehen, diese Wissenschaft hat sich am Ende des vergangenen Jahrhunderts entwickelt. Diese Grafik zeigt Ihnen, ich habe es vorhin nachgeguckt, die genetisch bedingten Gesundheitsstörungen, habe ich es mal einfach gefasst, bekannt sind und beschrieben sind. Und Sie sehen, das ist eine steilsteigende Kurve, die nicht wesentlich abflacht. Und ich kann Ihnen sagen, statistisch gesehen kommen pro Tag 2 neue Erkenntnisse hinzu. Das heißt, die Genetik ist ein gigantisches Werkzeug von Informationen, mit denen wir zunehmend besser verstehen, warum bestimmte Krankheitszustände auftreten können. Und da die Genetik etwas ist, was ein Mensch mit auf den Weg bekommt, ist die Kinder- und Jugendmedizin auch wichtig, denn viele Dinge, die die Genetik beschreibt, die werden sich realisieren in den ersten Lebensjahren. Und die Frage, wie wir damit umgehen können, hat einen entscheidenden Einfluss auf unsere Lebenserwartung. Und deshalb zeigt Ihnen das, die Wolke, die Sie gesehen haben, etwa so in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, hat sich die Kinder- und Jugendmedizin faktisch auf Basis des wissenschaftlichen Fortschritts in eine dramatische Entwicklung begeben. Sie sehen, es ist die Kinderchirurgie entstanden, die Neugeborenenmedizin, die Onkologie für Kinder. Und ich sage Ihnen, die moderne onkologische Behandlung von Erwachsenen basiert auf der onkologischen Therapie von Leukämien bei Kindern, die in den 60er Jahren im vergangenen Jahrhundert entwickelt wurden. Die Erwachsenenonkologie hat sich etwa 10 Jahre später auf diese Konzepte berufen. Es ist bemerkenswert und insofern ist es auch lohnenswert, das mal vor Augen zu führen. Und dann sehen Sie es weiter, es gibt Gastroenterologie, da werden wir was drüber hören, Rehabilitation und, und. Ein breites Spektrum, aus dem wir einen kleinen Ausschnitt Ihnen heute darstellen. Was ist der Hintergrund? Ich habe es gesagt, wir verstehen immer besser den genetischen Bauplan des Menschen, den können wir nicht grundsätzlich ändern. Das ist, sage ich mal, das Grundkonzept, mit dem wir losmarschieren. Aber wir wissen heute, dass Rahmenbedingungen, die zum einen in der Umwelt liegen, das heißt in den Rahmenbedingungen, in denen wir geboren werden, in denen wir aufwachsen, in denen wir leben, aber auch unser Verhalten, das kennen Sie gut. Ich glaube, darüber unterhält man sich jetzt im Augenblick im anderen Hörsaal, also Rauchen, Trinken, körperliche Bewegung, einen Einfluss darauf haben, wie die Natur den Bauplan, mit dem wir loslaufen, umsetzt. Und das bedeutet, dass wir im Prinzip die Risiken, die wir ins Leben mittragen, dass wir die dadurch beeinflussen, unter welchen Bedingungen wir leben, uns entwickeln und wie wir uns verhalten. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel, weil es nicht das Thema ist, aber das ist aus einer Untersuchung, ist es heute gut belegt, dass eine Vielzahl chronischer Erkrankungen des Erwachsenen, Bluthochdruck, Gefäßverkalkung, Hirnschlag, Metabolisches Syndrom, Diabetes mellitus Typ 2, dadurch mitbedingt werden, in welchen Umständen ein Kind in der Mutter aufwächst, also vor der Geburt. Dabei kann es eine Rolle spielen, ob zu wenig Nahrung da ist oder ob die Mutter zu dick ist, ob sie einen Gestationsdiabetes hat, ob sie hormonelle Auffälligkeiten hat oder bestimmte Dinge nicht zur Verfügung hat. Und Sie sehen, diese Untersuchungen zeigen, dass das einen Einfluss auf die Entwicklung unseres Skelett- und Muskelsystems, des Gehirns, unserer Niere, der Bauchspeicheldrüse oder des Fettgewebes. Das ist eine schlechte Nachricht für uns, die wir hier sitzen, denn das alles können wir nicht mehr ändern. Die gute Nachricht ist, das sind unglaublich tolle Perspektiven für die Generationen, die nach uns kommen, wenn wir geschickt damit umgehen. Mit anderen Worten, und dann bin ich mit der Einführung auch schon am Ende, Kinder- und Jugendmedizin begleitet den Menschen von den frühen Lebensphasen über die Schwangerschaft, Geburt, das Kindesalter bis hin zum jungen Erwachsenenalter, wir sagen so zum 18. Lebensjahr. Wir wissen aber heute, dass für die moderne Medizin und für die Verhinderung von vielen chronischen Erkrankungen und Problemen es so ist, dass die vorgeburtliche Entwicklung und die ersten 3 bis 5 Lebensjahre ganz entscheidend sind. Wir nennen das Window of Opportunity, ein Fenster von ungeahnten Möglichkeiten, chronische Erkrankungen des Erwachsenenalters zu beeinflussen, indem wir auf die Art und Weise, wie unser genetischer Bauplan eben umgesetzt wird, positiv Einfluss nehmen können. Und einen kleinen Ausblick auf diese Möglichkeiten möchten wir Ihnen heute vermitteln. Ich hoffe, es ist spannend für Sie und nicht zu kompliziert. Vielen Dank. Wir steigen ein. Und zunächst wird Herr Professor Bravitt. Er ist
ein kinderärztlich orientierter Biologe. Er ist schon viele Jahre in unseren Forschungslabors. Er beschäftigt sich mit der körperlichen Entwicklung des Menschen, mit der Skelettentwicklung. Und er wird Ihnen heute einige Hinweise über epigenetische Effekte, das heißt, wie beeinflusst das Umfeld, in dem ein Mensch, ein Organismus sich entwickelt, die körperliche Entwicklung. So, und jetzt muss ich das schnell, Augenblick. Ja. Okay. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die nette Einführung. Sehr verehrte Damen und Herren, guten Abend. Von kleinen Kindern und großen Löwen, Epigenetik in der Pädiatrie. Wie ich Ihnen meine Forschungsinhalte näher bringen möchte, bedingt vorab eine kleine Einführung, bei denen ich Ihnen die Grundlagen dieses Forschungsgebietes noch einmal vergegenwärtigen möchte. Und was läge näher, als in der Stadt von Gutenberg, dies anhand von Büchern zu tun? Sie alle haben bestimmt in der Schule schon einmal von Friedrich Schiller, Wilhelm Tell lesen dürfen. Nur so kurz, es geht darum, ein böser Landvogt in der Schweiz, Gessler, möchte, dass man seinen Hut genauso verehrt wie ihn selbst. Ein einfacher Mann, Wilhelm Tell, weigert sich und wird dafür gefangen genommen und damit bestraft, dass er einen Apfel vom Kopf seines Sohnes schießt. Der Schuss gelingt, aber Tell wird trotzdem verhaftet, revanchiert sich dann bei dem Landvogt, indem er den später in einer hohlen Gasse umbringt. Nach Jahren fällt ihnen dieses Buch wieder in die Hände. Sie beginnen darin zu blättern. Ja, da ist wieder der Hut von dem Landvogt, der verehrt werden soll. Aber was ist das? Das hatten sie so nicht in Erinnerung. Aber kann das überhaupt sein? Kann ein Buch ohne Veränderung des Textes einen unterschiedlichen Verlauf wiedergeben? Dass das in der Tat so sein kann, können wir an einem Zitat aus eben diesem selben Buch durchaus belegen. In Wilhelm Tell sagt Friedrich Schiller, der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt. Das ist der Prototyp des Altruismus. Setzen Sie jedoch nur ein einziges Komma, dann wird daraus Definition des Egoismus. Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt. Das heißt, Sie haben hier, ohne die Worte zu verändern, ohne den Text zu verändern, durch das Gebrauchen eines Satzzeichens einen Akzent gesetzt, der den kompletten Sinn verändert. Wir beschäftigen uns mit einem anderen Buch, mit dem Buch des Lebens. Dieser Ausdruck wurde von der New York Times im Juni 2000 geprägt, anlässlich der Gesamtsequenzierung, also der Entzifferung des Textes der menschlichen Erbinformation. Bill Clinton ließ sich damals sogar dazu herab, zu sagen, heute lernen wir die Sprache, mit der Gott das Leben geschaffen hat. Und auch in diesem Buch des Lebens gibt es Möglichkeiten, ohne Veränderungen des Textes Einfluss auf das Ausleben dieses Textes, auf den Verlauf zu nehmen. Wie Sie hier sehen, das sind klonierte, eineiige Zwillinge. Diese Mäuse aber haben offensichtlich phänotypische Unterschiede, wie sie dann im Schwanz der einen Maus. Obwohl beide Tiere die identische Sequenz haben, kommt etwas anderes raus. Schauen wir uns das Buch des Lebens nochmal detaillierter an. Damit Sie eine Vorstellung von dem Umfang besitzen, stellen Sie sich eine Seite vor, eine Buchseite mit ungefähr 3000 Buchstaben. Das entspricht ungefähr der Größe eines Virusgenoms. Dann denken Sie sich als nächstes ein Buch mit 1000 solcher Seiten, 3 Millionen Buchstaben, und entspricht ungefähr der Größe eines Bakteriengenoms. Und wenn Sie sich dann eine Bibliothek von 1000 solcher Bücher vorstellen, dann haben Sie den Umfang, in das haploide menschliche Genom, also die einfache Kopie eines menschlichen Genoms, einnimmt. Wenn Sie sich nun vorstellen, dass jede Zelle des menschlichen Organismus dieses komplette Genom in seinem Zellkern besitzt, stellt sich natürlich die Frage, wenn das identisch ist, wieso können aus einer Zelle so unterschiedliche Zellen werden, wie zum Beispiel eine Nierenzelle, ein weißes Blutkörperchen oder gar eine Tumorzelle? Dafür schauen wir uns mal eine exemplarische Seite im Buch des Lebens so an. Was Sie sehen, ist jede Menge Text, der zumindest nicht offensichtlich erstmal Sinn macht. Bei genauerem Hinsehen jedoch sehen Sie, dass einige Abschnitte sinnmachend sind. Sie kodieren für Wörter mit Bedeutung, hier in Rot hervorgehoben. Aber auch die,
geben Ihnen noch keine Möglichkeit zu entschlüsseln, wieso aus diesen Wörtern ein sinnhafter Zusammenhang entsteht. Zurück zur Frage. Was machen die Zellen denn jetzt mit dieser Seite des Buch des Lebens? Nun, die Nierenzelle nutzt nur einen Teil der Wörter. In diesem Fall, ermehre dich nicht mehr und erkenne nützliche Anteile im Harn. Das ist ihre Aufgabe. Das weiße Blutkörperchen hingegen benutzt andere Kombinationen dieser Wörter. Ermehre dich nicht mehr und erkenne und bekämpfe Fremdstoffe. Die Aufgabe von dem weißen Blutkörperchen. Das heißt, jede Zelle benutzt unterschiedliche Kombinationen der verfügbaren Wörter. Teilweise sind die identisch in den unterschiedlichen Zellen, aber einige sind zellspezifisch. Was unterscheidet nun, ob eine Zelle ein Wort liest, ob das Gen, die Erbinformation, aktiv ist, von einem inaktiven Gen, von einem Wort, das nicht gelesen wird in der Zelle? Dabei sind wir in der Epigenetik. Epigenetik ist um oder zusätzlich zur Genetik gedacht und beschreibt alle Veränderungen in der Nutzung der Erbinformationen, die nicht die DNA-Sequenz selbst verändert sind oder in ihr kodiert sind. Sie beschreibt im Wesentlichen, das wissen Sie alle, die Verpackung der DNA, die nicht als loser Faden in dem Zellkern vorliegt, sondern perlenschnurartig um Proteine, sogenannte Histonen-Oktamere, aufgewickelt ist. Die Perlenschnur, die sich dann kondensieren kann zu den Ihnen allen bekannten Chromosomenkörperchen. Im Wesentlichen bedient sich die Epigenetik zweier Regulationsmechanismen. Das ist zum einen die Modifikation, die leichte Veränderung durch Anhänge an die DNA selbst oder aber dieselbige Veränderung an die Teile, die verfügbar sind von den Histonen. Betrachten wir uns nun ein aktives Gen, ein Wort, das gelesen wird, dann sehen Sie, dass die DNA in diesem Fall wenig methyliert ist. Zeitgleich sind die Histone häufig acetyliert. Und diese Kombination, wenig DNA-Methylierung, häufige Acetylierung, führt zu einer lockeren Packung des Chromatins. Das heißt, die DNA ist leicht aufgedröselt auf dieser Perlenschnur, sind in der Lage zu lesen. Transkriptionsfaktoren, die diese Erbinformation, die Worte lesen können, können ansetzen und ihre Aufgabe tun. Bei einem inaktiven Gen finden Sie eine Häufung der DNA-Methylierung und ein Fehlen der Histonacetylierung. In der Konsequenz wird der DNA-Faden sehr dicht gepackt. Er ist nicht mehr zugänglich für Transkriptionsfaktoren. Worte können nicht mehr gelesen werden. Das heißt, zurück zu der Seite im Buch des Lebens. Von den verfügbaren Worten werden die, die nicht gebraucht werden, durch eine dichte Chromatinverpackung daran gehindert, abgelesen zu werden. Das habe ich hier durch die Kleinbuchstaben angedeutet. Lesbar und damit im lockeren Chromatin verbleibt nur das, was die Zelle braucht. So erklärt sich auch, dass bei fehlerhafter Verpackung, in diesem Fall fällt das nicht hier oben weg, ein sinnhafter Satz, vermehre dich nicht mehr und erkenne nützliche Anteile im Harn, auf einmal vermehre dich mehr und erkenne nützliche Anteile im Harn wird. Und damit haben Sie die Entartung zu einer Krebszelle. An dieser Stelle möchte ich Ihnen gerne eine Anekdote von Sir George Bernard Shaw erzählen. Es wird berichtet, dass auf einer Abendveranstaltung, ähnlich der heutigen, bei dem geselligen Umtrunk danach eine hübsche junge Frau auf den Dichter und Philosophen zugegangen ist und gesagt haben soll, also mit ihrem Intellekt und mit meinem Aussehen, was könnten wir für wunderbare Kinder haben? Worauf er geantwortet haben soll, ja, aber was passiert, wenn sie mein Aussehen und ihren Intellekt bekommen? Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass diese Bemerkung nicht chauvinistisch gemeint und zu verstehen ist, sondern sie nimmt seiner Zeit voraus die dritte epigenetische Regulationsmethode vorweg, nämlich das genomische Imprinting, das dafür sorgt, dass die beiden elterlichen Anteile in einem Lebewesen gleichgewichtet sind, nicht gleich in der Funktion.
Dass dies so ist, dafür gibt es verschiedene Beispiele im Tierreich. Zum Beispiel ist es nicht egal, ob Sie einen Löwen mit einer Tigerin verpaaren. Halten Sie einen Liger, einen extrem großen Löwen. Oder einen Tiger mit einer Löwin und Sie erhalten einen Tigon, der wesentlich kleiner und dem Löwen ähnlicher ist. Das heißt, das genomische Imprinting sorgt dafür, dass die beiden ererbten elterlichen Allele nicht gleichwertig sind. Per Definition ist das genomische Imprinting epigenetische Modifizierung, das habe ich Ihnen dargestellt, über eine DNA-Methylierung oder Histonmodifikation, die zur Inaktivierung einer elterlichen Kopie einer bestimmten Erbinformation führt und darauf in der Konsequenz dafür sorgt, dass von bestimmten Genen, bestimmten Erbinformationen entweder nur die väterliche oder nur die mütterliche Kopie abgelöst wird. Interessant ist, dass sich Gene, die dem genomischen Imprinting unterliegen, selten isoliert finden im erblichen Genom, sondern in der Regel Gruppen vorkommen. Aus bestimmten Gründen interessiere ich mich besonders für das Chromosom 11. Es gibt insgesamt ungefähr 100 Gene, die dem genomischen Imprinting im Menschen unterliegen, die sich über das Genom verteilen. Und auf dem Chromosom 11, auf dem kurzen Arm genauer gesagt, erfinden sich zwei Regionen mit Gruppen von Genen, die entweder nur von dem väterlichen oder nur von der mütterlichen Kopie abgelegt werden. Das ist zum einen das Richtung Ende des kurzen Arms liegende IC1, da liegt das der fetale Wachstumsfaktor IGF-2, ein nicht kodierendes RNA-Gen, H19. Und dann gibt es noch proximal das Cluster Nummer 2, dem ein Ionenkanal, KCNQ1, und ein negativer Zellzyklusregulator die wesentlichen Spieler sind. Hier in diesen Clustern sind die Gene nur von einem elterlichen Allel aktiv. Wenn Sie sich das dann in dem Buch des Lebens wieder vorstellen, dann haben Sie zwei Seiten und der Wachstumsfaktor, Wachse in diesem Fall, ist nur in einer Kopie aktiv. Und in der Konsequenz haben Sie ein gesundes Kind. Was aber passiert, wenn der normalerweise stillgelegte mütterliche Wachstumsfaktor ebenfalls aktiv ist, durch einen Fehler in der epigenetischen Modifikation? Es gibt in der Tat Patientengruppen, die wir in der Kinderklinik sehen, die eben Veränderungen in den epigenetischen Modifizierungen in diesen Regionen besitzen, die dazu führen, dass eben dieser fetale Wachstumsfaktor nicht, wie er sein sollte, nur von der väterlichen Kopie aktiv ist, sondern auch von der mütterlichen Kopie aktiviert wird. Das sind zum Beispiel zu viel Methylierung in diesem oberen Gruppenbereich der Gene. Oder eine Verdopplung der väterlichen Chromosomenabschnitte mit dem Verlust der mütterlichen Chromosomenabschnitte. Gendosis bleibt dieselbe, aber die Modifizierungen ändern sich. Was Sie dann bekommen, ist ein Patient mit einem Beckwith-Wiedemann-Syndrom. Das ist ein frühkindliches Überwuchssyndrom, das früher auch EMG-Syndrom genannt wurde, aufgrund der drei kardinalen Merkmale. Der Exomphalos, das ist ein Mittellinien-Defekt, der im Wesentlichen dazu führt, dass die Darmschlingen durch die Bauchwand nicht gehalten werden können, herausquellen können. Sie haben eine überdimensionierte Zunge und einen Überwuchs. Daneben gibt es noch eine ganze Reihe weiterer klinisch zu behandelnder Nebenmerkmale. Aber das Wichtigste, was auch das Interessanteste ist, was uns interessiert, es ist ein ungefähr 400-fach erhöhtes Risiko bei diesen Patienten, an bestimmten frühkindlichen Tumoren zu erkranken. Das sind meist Nephroblastome, also Tumoren der Niere. Wenn jetzt also doppelte Aktivierung dieser Erbinformation wachse, ein Beckwith-Wiedemann-Syndrom hervorbringt, was würde passieren, wenn wir die normalerweise aktive Kopie auf dem väterlichen Allel von Wachse inaktivieren, wenn wir also zwei inaktive Wachstumsfaktoren haben. Und es gibt auch hier in der Kinderklinik Patienten, die genau solche epigenetischen Veränderungen zeigen, nämlich spiegelbildlich zu dem bisher beschriebenen Beckwith-Wiedemann-Syndrom Veränderungen, die an einem zu wenig an Methylierung in diesem Cluster von geprägten Genen rühren
oder eine Verdopplung der mütterlichen Chromosomenabschnitte auf dem Chromosom 11 mit sich bringen, bei gleichzeitigem Verlust väterlichen Chromosomen. Diese Kinder haben folgerichtig ein pränatales und postnatales Minderwuchssyndrom, sogenanntes Silver-Russell-Syndrom. Leitsyndrome, Symptome ist der intrauterine Wachstumsretardierung mit gleichzeitigem postnatalem Kleinwuchs. Das heißt, eine Region ist ohne Genmutationen gleichzeitig durch unterschiedliche Epimutationen für zwei unterschiedliche Erkrankungen verantwortlich. Im Wesentlichen durch die Kodierung des geprägten Wachstumsfaktors IGF-2. Epigenetik und das genomische Imprinting regulieren also Dosis von wachstumsrelevanten Erbinformationen so, dass sie normalerweise ein gesundes Kind ermöglichen mit normalem Wachstum. Das Ganze ist nicht so einfach, wie ich es Ihnen jetzt dargestellt habe, denn diese Gene, die dem genomischen Imprinting unterliegen, werden selten direkt reguliert durch die epigenetische Modifikation. Vielmehr gibt es Kontrollregionen, die genau dies tun. Die Imprinting-Kontrollregion in der Gruppe von geprägten Genen auf dem telomernahen Bereich zum Beispiel sorgt dafür, dass gleichzeitig die mütterliche Kopie des H19-Gens und die väterliche Kopie des IGF-2-Gens vorgelesen werden. Wie sie dies tut, dazu haben wir einen wesentlichen Beitrag geleistet in unserer Forschungsgruppe. Das geschieht nämlich über unterschiedliche Methylierung. Hier habe ich die Imprinting-Kontrollregion mal vergrößert dargestellt. Das Wichtige, was Sie nur interessieren muss, ist, es gibt in dieser Imprinting-Kontrollregion Bindestellen für andere Proteine. In diesem Fall ist es ein Zinkfingerprotein, CTCF. Die Imprinting-Kontrollregion ist auf der mütterlichen Kopie nicht methyliert. Protein, CTCF, kann binden an Bestellen und sorgt dafür, dass ein Block gesetzt wird, der verhindert, dass die transkriptionsverstärkenden Elemente das eigentliche Ziel IGF-2 erreichen. Stattdessen wird alternativ das H19-Gen abgelesen. Auf der väterlichen Kopie finden Sie eine Methylierung der Imprinting-Kontrollregion. Diese Methylierung verhindert, dass dieses Protein CTCF binden kann. In der Konsequenz erreichen die transkriptionsverstärkenden Enhancer ihren Wirkort, den Promoter von dem IGF-2-Gen, und sorgen dafür, dass dieser Wachstumsfaktor abgelegt wird. Das Ganze ist nicht so zweidimensional zu verstehen, wie ich es Ihnen eben dargestellt habe, aber das verdeutlicht, wie die Wirkweise ist. Neueste Modelle gehen davon aus, dass diese Wirkweise der Imprinting-Kontrollregion über eine Ausbildung von Chromatinschleifen zustande kommt. Das heißt, die Imprinting-Kontrollregion sorgt durch die Bindung von Proteinen für eine Chromatinfaltung, die entweder, wie auf dem mütterlichen Chromatin, das H19-Gen in eine transkriptionell aktive Schleife bringt, oder auf dem väterlichen Allel das IGF-2-Gen. Das heißt, hier geht es darum, wie das Chromatin im Zellkern organisiert wird. Dafür ist diese Imprinting-Kontrollregion ein wesentlicher Teil. Ein weiterer sehr interessanter Aspekt ist die Tatsache, dass ein signifikanter Anteil der Patienten mit dem Silver-Russell-Syndrom keine Veränderungen, keine epigenetischen Mutationen auf dem Chromosom 11 aufweisen, wie ich sie Ihnen eben dargestellt habe. Stattdessen weisen sie Veränderungen auf einem anderen Chromosom auf, Chromosom 7. Auch hier gibt es geprägte Gene, also Gene, die nur von einer elterlichen Kopie werden. Dennoch können Sie die beiden Patientengruppen mit Veränderungen auf Chromosom 11 oder Chromosom 7 klinisch nicht unterscheiden. Wie kann das sein? Wie können unterschiedliche Wirkorte dazu führen, dass gleiche klinische Phänotypen kommen? Da sind wir dabei, das zu adressieren, und ich möchte Ihnen da die aktuellen Forschungsergebnisse kurz anreißen. Wenn Sie sich eine Auswahl von geprägten Genen über das Gesamtgenom auswählen, finden Sie auf verschiedenen Chromosomen, unter anderem auf den schon genannten mit dem Silver-Russell-Syndrom verbunden Chromosom 11 oder Chromosom 7. Schauen Sie sich nun Zellen
aus Patienten an, dem Silver-Russell-Syndrom oder dem Beckwith-Wiedemann-Syndrom angehören, also entweder nur das mütterliche Chromosom 11 haben oder nur das väterliche Chromosom 11 haben, dann finden Sie interessanterweise Veränderungen in der Dosis anderer geprägter Gene, die nicht auf Chromosom 11. Das heißt, Imprinting-Kontrollregion auf dem Chromosom 11 beeinflusst Dosisregulierung anderer geprägter Gene. Unsere Daten zeigen, dass sie dies tut, indem sie entweder direkt mit anderen Chromosomenbereichen interagiert, im Falle des MEST, oder aber indirekt die Regulation dieser Gene beeinflusst, wie zum Beispiel bei PEC3, indem die Imprinting-Kontrollregion für die korrekte Expression des H19-Gens sorgt, das als Transfaktor dann die Transkription von PEC3 reguliert. Das heißt, wir haben mit diesen Daten einen Hinweis auf ein funktionelles Netzwerk geprägter Gene im Menschen. Damit bin ich am Ende meines Vortrags, freue mich auf Ihre Fragen und hoffe, dass ich Sie nicht gelangweilt habe. Ja, ich hatte bewusst dieses Gebiet etwas außen vor gelassen. Also die Noxen, die die Epigenetik beeinflussen, sind im Wesentlichen ernährungsbedingte Noxen während der Schwangerschaft. Diese Noxen, wenn Sie so wollen, können auch in einer Unterernährung zum Beispiel bedingt sein. So gibt es Studien aus Överkalix in Schweden, die zeigen, dass bei gewissen Hungersnöten bei Kindern, die derzeit dann eben sich gerade entwickelten, also im Mutterleib entwickelten, noch keine Veränderungen auftraten, aber bei der Enkelgeneration dieser Kinder dann eben die von Herrn Professor Zepp schon genannten komplexen Erkrankungen wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zunahmen. Das Ganze liegt daran, dass durch diese Unterernährung bestimmte Pipelines, die dem Körper ermöglichen, diese Markierungen zu setzen, hauptsächlich DNA-Methylierungsmarkierungen, nicht richtig ausgenutzt werden können. Das heißt, es gibt Bereiche, die statistisch unterversorgt sind in dieser Methylierung. Und diese fehlerhafte Methylierung wirkt sich dann aus, wenn sie einmal durch die Keimbahn gegangen ist, weil dort das Ganze erst manifestiert wird. Das heißt, der betroffene Organismus ist erstmal direkt nicht involviert. Bei dem Folgeorganismus der ersten Generation wirkt es sich noch nicht aus, weil es dort noch nicht durch die Keimbahn gegangen ist und bei der Enkelgeneration haben sie dann den Effekt. Lässt sich auch im Mausmodell nachstellen und deutet schon darauf hin, dass bestimmte ernährungsmäßige Mechanismen dafür sorgen, dass sie genügend Modifikationsmöglichkeiten haben. Also das wären die primären Noxen, die Sie angesprochen haben, die eben dafür sorgen, dass sich solche Defekte auswirken können. Allerdings muss man auch sagen, bei dem vorgestellten komplexen Syndrom sind das nicht primäre Noxen, die dafür verantwortlich sind. Das Einzige, was man beobachten kann, ist zum Beispiel bei Patienten mit dem Beckwith-Wiedemann-Syndrom, dass sich die absolute Syndromhäufigkeit sich erhöht, wenn sie in vitro fertilisierte Kinder sich betrachten. Das heißt, sie haben dort eine höhere Rate an diesen epigenetischen Defekt. Warum das so ist, ob das an der Kultivierung der Eizelle liegt, an der Hormonbehandlung der Mutter, das ist nicht ganz klar. Also da ist man noch dabei, das Ganze näher zu fassen.
Das ist etwas schwierig. Das ist dahin, wo man hingehen möchte natürlich, dass man sagt, okay, was können wir tun, um eben das Ganze für die Prävention zu nutzen? Es ist so, dass diese genetischen, die epigenetischen Mechanismen eine Art Antizipation darstellen. Das heißt, der Organismus, der werdende Organismus versucht abzuschätzen, in welche Umwelt er reinkommen wird. Er versucht abzuschätzen, wie ist das, die Verfügbarkeit von bestimmten Nährstoffen, wie reichhaltig was ist. Und in der Konsequenz ist es dann so, wenn er das richtig einschätzt, dann kommt der Organismus gut in dieser kargen oder reichen Lebensumgebung zurecht. Macht er das schlecht, hat er dann eben Probleme wie Diabetes oder Bluthochdruck. Es ist allerdings nicht so ganz klar, wie diese Kausalketten letztendlich wirklich fungieren. Also ich könnte jetzt nicht sagen, man weiß, dass man, wenn man viel Obst isst, dann auf jeden Fall einen positiven Benefit hat. Das sind allgemeine Weisheiten, die man auch aus der herkömmlichen Medizin ziehen könnte. Also diese epigenetischen relevanten Wirkmechanismen, die stehen noch am Anfang. Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also diese sensible Phase in der frühkindlichen Entwicklung ist sicherlich der Schlüssel für diese Noxe auch. Also es ist so, dass der mütterliche Organismus seine Markierungen gesetzt hat, die epigenetischen Markierungen. Da dreht sich's nicht mehr darum, wie verfügbar die einzelnen Methylgruppen zum Beispiel durch die Nahrung nachgeschafft werden. Der Organismus sorgt dafür, dass eben diese Markierungen relevant in den relevanten Zellen gesetzt bleiben. Das heißt aber auch, dass eben nur der aktuelle Ernährungszustand während der frühen Schwangerschaft, und wir reden da in den ersten Schwangerschaftswochen davon, relevant ist für diese Defekte, die man bisher nachvollziehen kann. Man versucht es in den Mausmodellen etwas konkreter zu fassen, aber ich glaube, die Übertragung auf das menschliche System ist da noch etwas hinterherhinkend. Können sich dann auch leicht vorstellen, dass wenn sich die Ernährungssituation der Mutter bei einer weiteren Schwangerschaft geändert hat, dass natürlich die Markierungen wieder korrekt gesetzt werden können. Das ist nicht ein Defekt in der Setzung, sondern einfach ein zu wenig an verfügbarem Markierungsmaterial, was sie da haben. Wie gesagt, die Antizipation dieses Embryos versucht man sich so zu erklären. Ja, das möchte ich auch gar nicht in Abrede stellen. Das geht hier ja nur um die epigenetischen Markierungen. Also das sind nicht die Noxen, die andere Systeme schädigen, wie zum Beispiel die Keimzellen, die dann noch in der Mutter sind. Also die epigenetischen Schäden, die ich meine, hier, sind nur während, die werden gesetzt während der frühen Schwangerschaft. Das sind nicht nur die genannten Spätfolgen in der F2-Generation wie Diabetes oder Bluthochdruck. Es gibt auch erste Untersuchungen von Professor Skinner in den USA, der sich Schwangere angeschaut hat, die während dem World Trade Center Attentat schwanger waren. Er hat festgestellt, dass bei den Kindern, die da von diesen Müttern geboren wurden, eine erhöhte Anzahl psychisch auffälliger Kinder zu beobachten war. Aber bei weiteren Schwangerschaften der Mutter dann nicht. Das heißt also, auch hier scheint eine Antizipation, eine Markierung gemäß der Umweltsituation während dieser frühen sensiblen Phase prägend zu sein und nicht ein dauerhaft bleibender Noxe oder ein dauerhaft bleibender Defekt gesetzt zu werden.
Würde ich so nicht sagen. Gerade die Hypoxie, die bedient natürlich andere Faktoren, wie zum Beispiel die induziert durch die Hypoxie induzierten Faktoren, die dann die Transkription von anderen Genen steuern. Was Sie hier bei der Epigenetik beobachten können, sind Markierungen, die gesetzt werden. Können Sie auch nachgeburtlich nachverfolgen. Können sehen, dass dort Fehler in diesen Markierungen sind. Wohingegen diese hypoxie-induzierten Effekte sich im Wesentlichen erstmal auf die Transkription niederschlagen. Diese veränderten Transkriptionseffekte führen dann zu diesen Organschäden. Das ist richtig. Und das ist sicherlich auch richtig, dass es dort empfängliche Phasen während der Embryonalentwicklung. Aber wie gesagt, das sind eher so die klassischen Noxen, die dann aber die herkömmliche Genetik verändern, nicht erst die Epigenetik verändern müssen. Aber nur um das dann auch abzurunden, Sie haben selbstverständlich auch recht, diese herkömmlichen genetischen Veränderungen bedingen immer eine Veränderung der Epigenetik, weil, wie ich Ihnen gezeigt habe, der Zustand, ob ein Gen abgelesen wird oder nicht abgelesen wird, reflektiert sich in seinem Methylierungsgrad in der Regel. Das heißt, wenn Sie durch eine Hypoxie eine Veränderung von Genexpressionen bedingen, dann werden Sie die immer nachverfolgen können, auch durch veränderte Methylierungsmuster. Aber die Regionen, die eben bei diesen epigenetischen Defekten verändert werden, sind nicht Genregionen direkt, sondern eben diese Kontrollregion. Also wie gesagt, gerade den letzteren Punkt, das ist diese Över-Kalix-Studie, die diese transgenerationalen Wirkeffekte beschrieben hat zum ersten Mal, die mittlerweile auch in Tiermodellen nachgestellt werden konnte und die auf der bloßen retrospektiven Beobachtung aus Gemeinderegistern gezogen wurde. Das ist sicherlich so. Und bei isolierten Populationen ist gerade diese epigenetische Vererbung natürlich klarer zu adressieren, als wenn Sie eine Mischpopulation haben, wo eben unterschiedliche Elternteile mit gehungert oder nicht gehungert in anderen Kombinationen vorkommen können. Wenn Sie also eine abgeschlossene Population haben, ist das sicherlich erstmal das, was die Hypothesen treiben wird. Wie sich das dann aber vielschichtig auswirken wird, ist schwer. Und wie gesagt, ich hatte das ja versucht zu illustrieren mit dieser Antizipationshypothese, dass der Embryo versucht abzuschätzen, welche Umwelt er geboren wird. Dann ist das sicherlich sehr, sehr vielschichtig. Da haben Sie recht. Das ist so, dass Sie sich vorstellen müssen, es gibt nur wenige Schlüsselbereiche, die permanent markiert bleiben müssen. Und es ist so, dass diese in Spermie und Eizelle oftmals differenziell folgen, diese Markierungen. Das sind die Markierungen, die die Keimzellen dem neuen Lebewesen mitgeben. Wenn die Eizelle befruchtet wird, erfolgt eine generelle Welle der Demethylierung auf das Genom. Das heißt, dort wird alles quasi genullt. Genau, mit Ausnahme von eben diesen wichtigen Kontrollzentren. Die werden konstitutiv methyliert oder unmethyliert gehalten.
Wie dies genau funktioniert bei diesen Kontrollzentren, ist nicht ganz klar. Wie eine DNA demethyliert wird oder ein Histon deacetyliert, da gibt es Enzyme dafür, die das in den somatischen Zellen tun können. Aber beim entstehenden Organismus ist das nicht klar. Aber diese Null-Levelierung sorgt dafür, dass dort Pluripotenzgene aktiv werden können. Diese Pluripotenzgene, also die Möglichkeit dieser befruchteten Eizelle zu jeder Körperzelle, zu jeder somatischen Zelle, inklusive auch der Keimzellen zu werden, wird dann im Laufe der Entwicklung natürlich durch die Spezifizierung, durch die Ausdifferenzierung zu einzelnen Zellen, wie einem Fibroblasten oder einer Nierenzelle, dann verloren gehen. Und diese Differenzierung der Zellen geht mit einer erhöhten Methylierung einher. Die Zelle spezialisiert sich, braucht nicht mehr das Repertoire an Pluripotenzgenen, braucht nur noch spezifizierte Aufgaben und wird immer mehr methylieren. Und da ist es dann eben schwierig zu sagen, was passiert denn eigentlich? Weil sie werden dort immer verwischende Effekte bekommen. Die haben immer eine Beibehaltung der Methylierung oder im Rahmen der Differenzierung Zunahme der spezifischen Methylierung, die aber dann zelltypspezifisch ist. Ja, sehr geehrter Herr Professor Zepp, sehr geehrter Herr Professor Jünger, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Gelegenheit, heute Abend Ergebnisse aus unserem Forschungsfeld hier vorstellen zu dürfen. Sie werden sehen, ganz viel, was Sie aus dem Vortrag von Herrn Professor Prawit gehört haben, hilft Ihnen bei dem Verständnis dessen, was ich Ihnen näher bringen möchte. Wir bleiben quasi beim Thema. Es geht weiterhin um Genom, um Epigenom. In unserem Forschungsfeld nicht der gesunden Zelle, sondern letztendlich der malignen entarteten Zelle, der Tumorzelle. Welche genetischen, welche epigenetischen Mechanismen sind hier für das Entstehen von Tumor- und Leukämiezellen verantwortlich? Zunächst ein kurzer epidemiologischer Einblick. Die Daten hier aus dem Deutschen Kinderkrebsregister, welches hier in Mainz angesiedelt ist, sehen Sie etwa 1800 neu erkrankte Kinder pro Jahr erkranken an einer malignen Erkrankung im Kindesalter. Wenn Sie sich die Altersverteilung anschauen, hier die Altersaufteilung, ist die größte Gruppe in den ersten Lebensjahren, dann mit einer abnehmenden Tendenz im späteren Kindesalter und am leichteren Ansteigen dann wieder im jugendlichen Alter. Es ist so, dass Jungen insgesamt etwas häufiger als Mädchen betroffen sind. Die verschiedenen Tumor- und Leukämiearten im Kindesalter sehen Sie hier in dieser Kuchengrafik. Sie sehen, dass Leukämien die größte Gruppe aller malignen Erkrankungen im Kindesalter ausmachen, mit etwa einem Drittel aller malignen Erkrankungen. Da haben wir etwa 600 neu erkrankte Leukämiepatienten in Deutschland pro Jahr. Zum Verständnis möchte ich Ihnen zunächst nochmal die normale Blutbildung vor Augen führen. Sie wissen, dass ausgehend von sogenannten hämatopoetischen Stammzellen im Knochenmark
sich durch Differenzierung über Zwischenstufen, Vorläuferzellen, die verschiedenen reifen Blutzellen, die wir kennen, bilden. Zum einen die Blutplättchen, die roten Blutkörperchen, dann die weißen Blutkörperchen. Je nachdem, welche Zelle in diesem Differenzierungsweg entartet, gibt es verschiedene Leukämieformen im Kindesalter. Von einer lymphatischen Vorläuferzelle haben wir die gute lymphatische Leukämie, einer myeloischen Vorläuferzelle, gute myeloische Leukämie und ausgehend von der hämatopoetischen Stammzelle, die myeloische Leukämie. Wir sehen, dass die gute lymphatische, lymphoblastische Leukämie mit etwa 80-90% die allergrößte Gruppe aller Leukämieerkrankungen im Kindesalter ausmacht. Wenn Sie sich jetzt hier in dieser Gruppe die Altersverteilung anschauen, so sehen Sie, dass die allergrößte Gruppe der Patienten mit einer akuten lymphatischen Leukämie im Kleinkindalter mit der Erkrankung auffällig wird. Aber es gibt auch eine kleine Gruppe, etwa 10% aller Leukämien, die bereits im Säuglingsalter, im ersten Lebensjahr auftreten können. Man spricht auch von einer Säuglingsleukämie. Wenn Sie sich die Errungenschaften, Herr Professor Zepp hat es bereits angesprochen, in seiner sehr schönen Einführung anschauen, so sehen wir, dass die Leukämietherapie im Kindesalter eine der großen Erfolgsgeschichten der pädiatrischen Onkologie ist. 1947 von den Kollegen in Boston die ersten antineoplastischen Medikamente, die ersten Zytostatika, damals noch ohne jegliche Datenbasis, rein aus der theoretischen Überlegung eingesetzt worden. Zu dieser Zeit sind nahezu alle Kinder mit einer Leukämieerkrankung in den ersten Wochen nach Diagnosestellung verstorben. Und über die nächsten Jahrzehnte sehen wir, dass in jeder Dekade bei 10-15% an Langzeitüberleben dazugenommen werden konnte. Und diese Grafik hier endet 1980. Wenn Sie sich die neuen Daten anschauen, sehen Sie, dass auch seit den 80er Jahren, den 90er Jahren und jetzt im neuen Millennium diese Heilungsrate noch weiter zugenommen hat. Wir haben heute bei Leukämieerkrankungen im Kindesalter etwa ein Langzeitüberleben von 85% in der gesamten Gruppe. Aber so, dass es abhängig von bestimmten genetischen Faktoren auch Leukämie-Untergruppen gibt, die mit einer deutlich schlechteren Prognose, auch unter Einsatz aller therapeutischen Möglichkeiten, die uns heute zur Verfügung stehen, behaftet sind. Ich habe eben schon auf die Gruppe der Säuglingsleukämien hingewiesen. Leukämieerkrankungen im Säuglingsalter tragen häufig ein bestimmtes sogenanntes Onkogen, ein Fusionsgen, welches mit einer sogenannten Mixed-Lineage Leukämie Onkogen vergesellschaftet ist. Etwa 70% aller Säuglingsleukämien tragen dieses Gen. Wir wissen, wenn Sie sich die Prognose anschauen, dass ein normales MLL-Gen, welches in jeder Zelle wichtige Funktionen hat, durch ein MLL-Onkogen ersetzt wird, dass wir eine deutlich schlechtere Prognose in dieser Gruppe haben, mit etwa 40% Langzeitüberleben. Das heißt, das war einer der Gründe, warum wir motiviert sind, besonders in diesem Bereich aktiv zu sein, weil es dort noch ein großes therapeutisches Potenzial gibt über die nächsten Jahre. Hier kann man noch richtig Langzeitprognose durch weitere Forschung und Entwicklung gewinnen. Wir wissen, dass das MLL-Onkogen ausgehend, wie ich schon sagte, von einem sogenannten Wildtyp-MLL-Gen, welches insbesondere in der Embryonalentwicklung bei jedem Menschen eine wichtige Funktion hat, ein MLL-Fusionsgen bildet. Und dabei wird der sogenannte Aminoterminus des normalen MLL-Gens kombiniert mit einem falschen Fusionspartner-Gen. Es entsteht letztendlich ein neues Gen, welches eine Eigendynamik hat, eine eigene pathologische Funktion, wie des Onkogens. Sie können sich auch vorstellen, wenn Sie sich vergegenwärtigen, welche Möglichkeiten wir haben im Vergleich zu den ersten Forschern, die in diesem Gebiet aktiv waren, insbesondere durch Hochdurchsatzmethoden der Genom- und auch der Epigenomforschung, durch Hochleistungsrechner, durch sogenannte Microarray
Analysen, wo wir ganze Genome, wir haben es schon angesprochen, in kürzester Zeit heute analysieren können, dass dadurch eine Möglichkeit bestanden hat, besonders in den letzten 10, 15 Jahren, exponentiell in diesem Bereich neue Daten zu sammeln und in der Forschung weiterzukommen. Wir wissen auch, wir haben es eben schon von Herrn Professor Prawit gehört, dass die Regelmechanismen, die der normalen Differenzierung zugrunde liegen, sowohl auf genomischer als auch auf epigenomischer Ebene eng reguliert sind. Wir wissen auch, dass dieses Schema, obwohl es eine eher zweidimensionale Abfolge suggeriert, in Wirklichkeit hochkomplex ist, sich gegenseitig bedingt, interagiert und Rückkopplungsmechanismen mit einbaut. Was ist eigentlich eine Stammzelle? Eine normale Stammzelle, auch schon eben kurz angeklungen, hat zwei wesentliche Eigenschaften. Die Eigenschaft, sich selbst zu erneuern, das heißt, sich selbst bei der Teilung nicht zu verbrauchen, aber gleichzeitig auch die Eigenschaft, sich zu differenzieren. Das heißt, die Stammzelle unterhält sich selbst, aber kann über Zwischenstufen entweder zu reifen Blutzellen ausreifen, oder auch einer pluripotenten Stammzelle, der Herr Professor Prawit schon gesprochen hat, auch zu anderen normalen Zellen des Körpers. Die wichtige Frage bei der Aufklärung der Pathogenese einer Leukämie, der Leukämogenese ist, welche Programme liegen einer leukämischen Stammzelle zugrunde? Wir wissen heute, dass nicht jede Leukämiezelle gleich ist, sondern dass es wenige Leukämiezellen gibt, die quasi der Motor sind für die Leukämie, durch die die Leukämie unterhalten werden kann, die selber in der Lage sind, sich selbst zu erneuern zu weiteren leukämischen Stammzellen und zu weiter differenzierten Leukämiezellen ausreifen können. Die Frage ist letztendlich, von welcher Zelle geht die leukämische Stammzelle aus und was sind die Programme, die genomischen und die epigenomischen Programme, letztendlich die Barcodes, die dieser Umprogrammierung zugrunde liegen. Hierzu kann man Genom- und Epigenom-Analyseverfahren anwenden, um letztendlich das genetische Muster, den Barcode in dieser Umprogrammierung zu analysieren. Was das Potenzial ist, möchte ich Ihnen auch kurz vorstellen. Und das ist letztendlich das Ziel, was uns umtreibt in diesem Forschungsfeld ist. Stellen Sie sich vor, so machen wir das heute weitgehend noch in der pädiatrischen Onkologie, auch in der Erwachsenen-Onkologie. Wir behandeln mit einem Medikament, welches die leukämische Stammzelle, die Leukämiezelle auslöscht, aber auch normale Zellen mit angreift. Das heißt, sie haben eine effektive Auslöschung des Tumors, aber durch das Angreifen auch normaler Körperzellen hohe Nebenwirkungsrate. Wenn Sie letztendlich die Leukämie behandeln mit einem Medikament, welches die malignen Zellen auslöscht, aber die Leukämie-Stammzelle nicht mit erfasst, so sehen Sie zunächst erfolgreich ein Abnehmen des Tumors, die Leukämie verschwindet, aber Leukämie-Stammzellen im Knochenmark möglicherweise nicht mehr nachweisbar mit dem mikroskopischen oder molekularbiologischen Methoden, kann neu als Motor regenerieren zu einer klinisch manifesten Leukämie, es kommt zu einem Rezidiv. Das heißt, das Ziel der Forschung ist es, Medikamente und neue Strategien zu entwickeln, die gezielt Leukämie-Stammzellen treffen und dabei normale Körperzellen aussparen, mit dem Ziel, ein verbessertes Nebenwirkungsprofil zu generieren. Das Tumorwachstum kann sich nicht mehr selber unterhalten. Über die letzten Jahre waren wir in der Lage, in der Tat genetische Programme, die Leukämiezellen zugrunde liegen, zu identifizieren. Und Sie sehen das hier einmal, denn hier eine Leukämie, eine ALL, eine AML, hier eine Säuglingsleukämie. Was Sie sehen können, jeder Punkt steht für ein bestimmtes Gen und die Farbe in diesem Punkt sagt, wie stark ist dieses Gen angeschaltet. Dunkelrot heißt besonders stark angeschaltet, dunkelblau heißt abgeschaltet. Und was Sie sehen können in diesem Teppichmuster ist letztendlich, dass Sie
für jede einzelne Gruppe, der eine Spalte ist jeweils ein Patient, für jede einzelne Gruppe, für jede einzelne Erkrankung ein bestimmtes Muster, ein bestimmtes Schachbrettmuster identifizieren können, von Genen, die besonders stark angeschaltet sind in dieser Erkrankung versus Gene, die besonders stark unterdrückt sind. Das ist entscheidend, um bestimmte Ansatzpunkte für die Therapie zu finden. Es ist auch gelungen, für Säuglingsleukämien nachzuweisen, dass Gene, die insbesondere in der hämatopoetischen Stammzelle die Eigenschaft zur Selbsterneuerung haben, in einem noch deutlich höheren Maße in der leukämischen Stammzelle reaktiviert werden. Wir sehen es hier, in der hämatopoetischen Stammzelle sind diese Gene jeweils hier ein kleiner Balken, rot, angeschaltet, werden dann in der Differenzierung abgeschaltet und in der leukämischen Stammzelle quasi reaktiviert. Und wenn Sie letztendlich alle Gene in einen Topf werfen, sowohl von einer leukämischen Stammzelle als auch von einer normalen hämatopoetischen Stammzelle als auch von verschiedenen Vorläuferzellen und stellen mathematische Berechnungen an, unterscheiden sich die Gene in diesen Töpfen, dann sehen Sie, dass in der Tat Gene von leukämischen Stammzellen zusammen clustern, sagt man, und sich unterscheiden von Genen in normalen hämatopoetischen Stammzellen. Und das ist sehr inspirierend, weil diese Differenzierung ist das, was Sie suchen. Sie suchen Gene, die sich unterscheiden in hämatopoetischen, in leukämischen Stammzellen und die nicht angeschaltet sind in normalen Körperzellen. Genau diese Gene wollen Sie ausschalten, weil diese Gene spezifisch sind für die leukämische Stammzelle. Wenn Sie letztendlich dies weiter untersuchen und reinzoomen in mehr als 30.000 Gene, die man heute gleichzeitig untersuchen kann, letztendlich mit einer Lupe hineinzoomen, dann sehen Sie bei Säuglingsleukämien eine kleine Gruppe, relativ kleine Gruppe von sehr interessanten Schlüsselmolekülen gibt, von denen wir vermuten, dass sie in einer leukämischen Stammzelle eine wesentliche Rolle spielen, aber in einer normalen hämatopoetischen Stammzelle quasi irrelevant sind. Eine kleine Gruppe von Genen, sogenannte Homeobox-Cluster-Gene, das HOXA9, spielt hier aus unserer Sicht eine ganz wesentliche Rolle. Was wir dann letztendlich versucht haben, ist, können wir die übermäßige Aktivierung des Homeobox-A9-Gens durch eine Hemmung der Expression therapeutisch nutzen. Und natürlich muss man das zunächst in der Petrischale und dann im Tiermodell prüfen. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben Säuglingsleukämiezellen behandelt mit einem Hemmer, der die HOXA9-Expression hemmt. Haben dann diese Leukämiezellen in undeffiziente Mäuse transplantiert. Die Leukämiezellen haben außerdem die Eigenschaft zu leuchten, sodass man mit einer Kamera die Maus von außen letztendlich, die lebende Maus, die narkotisiert ist, untersuchen kann. Was Sie hier sehen, 2 Stunden nach Transplantation, ist, dass die Leukämiezellen sich in der Maus letztendlich erstmal in der ganzen Blutbahn verteilen. Im weiteren Verlauf ist es dann so, dass die Leukämiezellen sehr genau wissen, wo sie hingehören. Das heißt, sie gehen ins Knochenmark und Sie sehen es hier in den Röhrenknochen, sehen Sie eine Anreicherung. Rot heißt, besonders viel Leukämiezellen gehen an diese Stelle. Man nennt es Homing. Die Leukämiezelle weiß, wo sie hingeht und die Leukämie entwickelt sich. Das heißt, die Leukämiezelllast in der unbehandelten Maus nimmt exponentiell zu. Ganz anders in der behandelten Maus sehen Sie hier, man sieht hier 2 Stunden das gleiche Bild, die gleiche Anzahl von Zellen wurde letztendlich transplantiert, aber nach 72 Stunden und dann auch nach 14 Tagen sieht man, dass sich die Leukämie nicht entwickeln kann. Das heißt, wir haben ein erstes Proof of Principle, dass ein Ausschalten eines aus unserer Sicht wichtigen Moleküls bei Säuglingsleukämien möglicherweise ein neuer therapeutischer Ansatz sein könnte. Über diese genomische Ebene hinaus haben wir eben schon sehr viel gehört über der epigenomischen Ebene. Und hier ist es ganz wichtig, dass man unterscheidet. Die Dinge, die wir hier sehen,
bezüglich Genom und Epigenom Veränderungen spielen sich nur in der maligne entarteten Zelle ab. Das heißt nicht in der Keimbahn, nicht in der normalen Körperzelle, sondern letztendlich hier geht es um spezifische Veränderungen in der Leukämiezelle oder in der Tumorzelle. Insofern kann diese Veränderung auch nicht weiter vererbt werden. Ähnliches Bild haben wir eben schon gesehen. Ausgehend vom Zellkern wissen wir heute, dass die Erbsubstanz, die DNA, aufgewickelt ist auf Proteine, sogenannte Histone, dass es bestimmte Bereiche gibt, die Markierungen tragen, die dazu führen, dass Gene inaktiv sind. Es gibt andere Bereiche, die Markierungen tragen, die dazu führen, dass diese Gene besonders aktiv sind. Wenn wir reinzoomen in diese Bereiche, so wissen wir zum Beispiel, dass bestimmte Markierungen am Histon 3 mit Methylierungen an Lysin K an Position hierzu einer Aktivierung der Gene. Und warum ist das insbesondere im Kontext der Säuglingsleukämien interessant? Weil wir wissen, dass das normale Wildtyp MLL-Gen, schon sagte, eine wichtige Rolle in der Embryogenese spielt, eine epigenetischer Modifier, ein epigenetisch aktiver Faktor ist. Und die Funktion besteht darin, dass das normale MLL-Gen an bestimmten Stellen eine Markierung setzt, nämlich eine Methylierung an Lysin 4, eine K4-Methylierung. Nun ist es so, auch schon dargestellt, dass der Teil, der für diese Methylierung verantwortlich ist, bei der Onkogenbildung verloren geht. Würde man erst mal sagen, dann ist die Methylierung auch verloren. Auch richtig, aber wir wissen heute, dass das MLL-Onkogen in der Lage ist, eine andere Methyltransferase zu rekrutieren. Das heißt, das MLL-Onkogen sucht sich einen neuen Partner. Dieser neue Partner ist eine Methyltransferase, die in der Lage ist, nicht eine K4-Methylierung zu setzen, sondern eine andere Methylierung, eine Methylierung an Lysin 79, eine K79-Methylierung. Und deswegen war die Hypothese naheliegend, dass es möglicherweise genomweit zu Veränderungen kommt, nämlich ein Abnehmen von K4, die sind verloren, aber ein Neuauftreten von K79. Wir wissen heute, dass genauso wie K4 auch K79-Methylierungen aktivieren sind, das heißt Gene anregen, aber andere Gene. Und deswegen war es auch naheliegend, dass möglicherweise die ungezügelte, aberrante Überexpression im Leukämie-Stammzellprogramm durch eine Fehlmusterbildung, eine Fehlmethylierung an dieser K79-Stelle verursacht wird. Das haben wir untersucht. Was Sie hier sehen, letztendlich eine normale hämatopoietische Stammzelle und eine Säuglingsleukämiezelle. Und reingezoomt in diesen Bereich, wo das aus unserer Sicht wichtige Molekül HOXA9 liegt. Und was Sie sehen hier, ist die Methylierung an K79. Wir sehen, dass eine normale hämatopoietische Stammzelle hier keine Methylierung hat und eine MLL-Säuglingsleukämiezelle hat hier eine deutliche Übermethylierung. Das heißt, an dieser Stelle, in diesem Genbereich, von dem wir wissen, dass er wichtig ist, konnten wir das nachweisen. Und dann haben wir gesagt, wie sieht es denn im gesamten Genom aus? Und was Sie hier sehen, ist letztendlich das gesamte Genom aufgetragen. Hier unten sind die Chromosomen aneinandergereiht. Was man hier unten sieht, ist ein Summationseffekt. Das heißt, man hat letztendlich die K79-Methylierung Säuglingsleukämiezellen gemessen und davon die Methylierung in normalen Zellen subtrahiert. Und überall dort, wo die Methylierung in Säuglingsleukämiezellen höher war, hat man ein Richtlein gemacht. Was Sie sehen, ist, dass eigentlich an jeder Stelle im Genom die K79-Methylierung in der Leukämiezelle höher ist als in einer normalen Zelle. Das ist das, was wir zeigen wollten, dass es eine Übermethylierung gibt an dieser falschen Stelle, die mitverantwortlich ist für die Deregulation des Leukämie-Stammzellprogramms. Wir haben uns dann im nächsten Schritt gefragt, können wir ähnlich wie durch die Ausschaltung einer Übergenexpression auch
die Epigenetik-Deregulation ausschalten, kann man das möglicherweise therapeutisch nutzen. Deswegen haben wir die falsche Methyltransferase, die für die K79-Methylierung verantwortlich ist, therapeutisch inhibiert. Was wir zunächst sehen können, und das haben wir eben auch von Herrn Professor Pravit schon gehört, epigenetische Muster sind dynamisch. Das heißt, wenn Sie die Methyltransferase ausschalten, so können Sie nachweisen, dass in dunkelblau das ursprüngliche Methylierungsmuster hier in hellblau abnimmt. Das heißt, es ist in der Tat möglich, dass eine Fehlmethylierung auch reversibel gemacht werden kann. Dann waren wir natürlich darin interessiert, wie sieht es in unserem Mausmodell aus? Kennen Sie nun schon, wir haben Methyltransferase ausgeschaltet und geschaut, was passiert im Mausmodell. In der Kontrolle, gleiche Bild, Leukämie entwickelt sich über etwa 14 Tage und in der Gruppe, in der der epigenetische Faktor ausgeschaltet wurde, konnten wir sehen, dass die Mäuse ein deutlich verlängertes Überleben hatten und deutlich verlängertes Überleben weisen. Sodass ich zusammenfassen möchte, dass MLL, Leukämie-Stammzellen, Leukämiezellen im Säuglingsalter einen ganz bestimmten Aussehen, einen ganz bestimmten Phänotyp haben, aber auch ein klar definiertes genetisches Programm und klar definierte epigenetische Veränderungen. Wir wissen, dass FOXA9 eines der Schlüsselmoleküle in diesem Stammzellprogramm ist. Wir wissen auch, dass bestimmte Methyltransferasen, die Methyltransferase 1, ein Schlüsselmolekül ist des epigenetischen Programms. Das ist natürlich sehr hilfreich, wenn man bestimmte Target-Moleküle identifiziert hat, weil wir nun daran arbeiten, dass man durch das therapeutische Targeting diese spezifischen Epigenomveränderungen Leukämiezellen zu einem Abschalten des Leukämie-Stammzellprogramms veranlassen kann. Damit hoffentlich nicht nur im Tiermodell und in vitro, auch später im Patienten ein verlängertes Überleben und eine bessere Prognose erreichen kann. Und möchte mich an der Stelle ganz herzlich bedanken, zum einen bei Herrn Professor Zepp für die Unterstützung unserer Arbeit bei den operierenden Arbeitsgruppen und bei Ihnen ganz besonders für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank. Ja, also es gibt eine große Studie hier vom Deutschen Kinderkrebsregister in Mainz, die sogenannte KIK-Studie, die vor wenigen Jahren, ich glaube 2008, 2009, durch die Presse gegangen ist, Furore gemacht hat, die nachweisen konnte, dass das Risiko für das Erkranken einer Leukämieerkrankung im Kindesalter im Umkreis von Kernkraftwerken im Radius von 5 Kilometern signifikant erhöht ist. Das kann man epidemiologisch nachweisen. Das ist auch statistisch sehr belastbar gewesen. Man muss sagen, die Dosen, die man messen kann außerhalb von Kernkraftwerken in diesem Bereich, nach dem, was wir heute wissen über die Pathogenese von Leukämieerkrankungen, erklärt den Effekt biologisch nicht. Aber er ist messbar und die Assoziation ist belegt.
Ja. 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 Es ist so, dass es letztendlich, man spricht von Small Molecule Inhibitors, die man einsetzen kann. Und man muss sagen, es ist sehr aufregend, dass wir eine Methyltransferase identifiziert haben. Es ist deutlich einfacher, ein Enzym auszuschalten in einer Zelle, therapeutisch, durch einen Enzyminhibitor, als ein Gen auszuschalten. Das heißt, das HOXA9-Gen auszuschalten, therapeutisch, ist sehr schwierig. Da müssen Sie quasi gentherapeutisch arbeiten. Und wir wissen alle, das wird über viele Dekaden schon versucht, mit mehr oder weniger großem Erfolg. Ein Enzym auszuschalten in einer Zelle ist deutlich einfacher. Das heißt, in der Identifikation von geeigneten Kandidatengenen ist der Ansatz, ist es das Target, man sagt druggable, kann man es letztendlich mit einem Drug dann auch treffen, ein ganz wesentlicher Diskriminator, um zu entscheiden, verfolgt man ein bestimmtes Target weiter oder verfolgt man es nicht weiter. So muss man auch sagen, wenn man letztendlich die zwei Teile des Vortrags sieht, ist es so, dass wir das HOXA9 letztendlich in der ersten Generation angeschaut haben, im Moment uns eigentlich primär um die Methyltransferase bemühen und wir auch dort bezüglich der pharmakologischen Einsetzbarkeit deutlich optimistischer sind. Er ist damals aus Frankfurt gekommen, hat hier seine Ausbildung an den Blumen. Ja, vielen Dank, lieber Herr Professor Junginger, liebe meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen. Ja, ich gucke mal, das funktioniert hier. Gelb ist nicht gleich gelb, beziehungsweise die Gallengangsatresie als Modellerkrankung. Gastroenterologen, die beschäftigen sich viel mit Farben. Darum soll es ein bisschen gehen und darauf eine Aufmerksamkeit zu entwickeln und sozusagen hinter möglicherweise harmlosen Phänomenen, wie Sie sie bestimmt schon alle gesehen haben, rechne damit, dass Sie alle schon mal ein ikterisches das Kind gesehen haben, wirklich kritische Erkrankungen dahinter zu erkennen. Das links ist, wie gesagt, was Sie vielleicht schon oft beobachtet haben, Säuglinge entwickeln oft nach der Geburt das, was wir einen Ikterus nennen. Ganz typisch ist dieser Ikterus meistens ein bisschen rötlich, deswegen sprechen auch die, zumindest mal älteren Pädiater, gerne von dem Rubin-Ikterus. Das ist ein ganz häufiges Phänomen, fast 60% aller Kinder haben sowas, also neugeborenen Säuglinge. Ganz davon muss man abgrenzen, den sogenannten Verdin-Ikterus, und auch aus dem Lateinischen meint den etwas grünlichen, grünliche Gelbfärbung. Sie sehen, ich jedenfalls empfinde das so, Farbwahrnehmung wechselt ja so ein bisschen, das sieht eher fast gesund aus, das Kind von der Hautfarbe jedenfalls. Die Grünfärbung, die lässt das Kind doch etwas kränklicher erscheinen. Und wie wir diese Erkrankung voneinander differenzieren und was sich sozusagen an Virenerkrankungen dahinter verbergen kann, nämlich hier insbesondere die Gallengangsatresie, was wir dagegen tun können, vielleicht in der Zukunft das ein bisschen näher bringen. Zunächst einmal eine Begriffsbestimmung, das einfach weil sich die Begriffe immer wieder holen werden. Der Begriff Ikterus ist ein griechisches Wort, das heißt einfach nur gelb. Cholestase auch, setzt sich auch aus dem Griechischen zusammen, ist der Stillstand, der Stau der Gallenflüssigkeit, die aus der Leber kommt. Bilirubin ist die Bezeichnung für den Farbstoff in der Gallenflüssigkeit, der die Gallenflüssigkeit gelb werden lässt. Wo kommt das Bilirubin her? Das sieht ein bisschen kompliziert aus, aber ich führe Sie da durch, ich erkläre Ihnen das.
geht hier los in der Blutkapillare. Sie sehen die roten Blutkörperchen, die eine begrenzte Lebensdauer haben. Nicht ganz unwichtig ist, dass die Lebensdauer dieser Erythrozyten bei Kindern etwas kürzer ist. 70 Tage im Gegensatz zum Erwachsenen. Die Erythrozyten zerfallen also irgendwann, werden dann in Organen wie zum Beispiel der Milz zerlegt, wenn man so möchte, wird abgespalten von dem Hämoglobin, das ist der Farbstoff in den Erythrozyten, das Globin. Und der andere Bestandteil ist das sogenannte Hämatin, das ist eine chemische Ringstruktur, an der der Sauerstoff dran gebunden ist. Wird dann weiter verstoffwechselt, spalten und dann entsteht das sogenannte Bilirubin. Was ganz wichtig ist, wirklich bedeutsam ist, dass an dieser Stelle Bilirubin noch nicht wasserlöslich ist und deshalb eigentlich nicht ausgeschieden werden kann, sondern nur an ein Eiweiß, nämlich das Albumin, gebunden und dann zu den Leberzellen, das soll sozusagen ein kleiner Ausschnitt aus der Leber sein, transportiert wird. Die Leber hat die Funktion, dieses wasserunlösliche Bilirubin stoffwechseln und daran Zuckermoleküle zu binden, Boronsäure, und damit das Bilirubin in eine wasserlösliche Form verbringen, sodass der Körper das ausschalten kann. Auf der nächsten Grafik sehen Sie im Grunde die zwei Erkrankungsgruppen, die deutlich machen, dass Gelb eben nicht gleich Gelb ist. Wenn ich noch einmal zurückgehen kann, alles das hier ist sozusagen wasserunlöslich. Das hier ist wasserlöslich und auf dieser Grafik ist es genauso. Das wasserunlösliche Bilirubin macht Erkrankungen oder Phänomene auf dieser Seite hier, nämlich die sogenannte indirekte Hyperbilirubinämie. Das ist das, was wir ganz klassisch und ganz häufig bei den Säuglingen sehen. Die Leber ist einfach nicht so leistungsstark, die Erythrozyten leben kürzer, nur mal um einige Phänomene zu sehen, es fällt vermehrt indirektes Bilirubin an. Oder andere Ursachen sind zum Beispiel Blutgruppenunterschied zwischen Mutter und dem Säugling, eine Rhesusgruppen zum Beispiel, Unterschiedlichkeit, die ja relativ häufig ist. Und das sozusagen Folgephänomen aller dieser, sage ich mal, Erkrankungen, die sich dahinter verbergen, ist, dass das wasserunlösliche und damit fettlösliche indirekte Bilirubin am Ende, wenn der, sage ich mal, wenn ein bestimmter Grenzbereich erreicht wird, leider im Gehirn landet. Und dieses Phänomen nennt man Kernikterus. Wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie, das ist erst einmal unreif aussehendes Gehirn. In den Kernarealen diese Gelbfärbung und die stammt aus dem indirekten Bilirubin, das sich dort angereichert hat. Davon abzugrenzen ist sozusagen Erkrankungen, bei denen es wirklich zu einer Leberfunktionsstörung kommt. Die Leber hat in der Regel das Bilirubin also schon verstoffwechselt, aber ist nicht in der Lage, das loszuwerden. Deswegen kommt es eben zu diesem Stau und wir sehen dieses grünliche Bilirubin in der Haut und nehmen das als ein Verdinikterus wahr. Eine Erkrankung, auf die ich ein bisschen näher eingehen kann, die wirklich eine ganz klassische Kindererkrankung ist, Erkrankung des Neugeborenen, ist die Gallengangsatresie. Und besondere aller Erkrankungen, die sich hinter diesem Phänomen verbergen, ist, dass sie zu einer Leberzirrhose führen. Ich denke, das Bild macht es deutlich, was das für die Leber heißt. Es ist wirklich ein narbig umgebautes Organ, was sich nicht mehr erholt und was letztlich bedeutet für den Patienten, dass er irgendwann eine neue Leber braucht. Was ist also die Gallengangsatresie? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, haben sich schon viele Generationen von Kinderärzten mit beschäftigt. Im Grunde muss man sagen, zunächst einmal können wir das nur beschreiben, was diese Erkrankung ausmacht, nämlich sie ist ein Verschluss des Gallengangs, der durch eine Entzündung bedingt ist, die wir unverändert nicht verstehen. Wir wissen auch nach, sag ich mal, vielen Jahren der Forschung nicht, woher, was ist das auslösende Agens? Wir haben viel von Noxen gesprochen, vielleicht sind es Viren. Wir wissen es einfach nicht und sehen einfach nur das Phänomen, dass der Gallengang sich über weite Strecken entzündet und dann zugeht und die Galle also nicht mehr aus der Leber ausgeschieden werden kann. Meisten Säuglinge kommen schon gelb oder viele kommen schon gelb auf die Welt. Andere entwickeln diese Gelbsucht erst im Verlaufe, sag ich mal, einiger weniger Wochen nach der Geburt. Und es ist sicherlich so, dass praktisch 95% aller dieser Kinder dauerhaften Schaden der Leber haben. Etwa 80% dieser Kinder brauchen eine neue Leber. Wir hier in Mainz, nur um das Gefühl bekommen, sehen so ein Kind pro Jahr, was diese Erkrankung hat. Bei einer Häufigkeit, wie sie hier unten angegeben. Hier nochmal so die Leber dargestellt, also die Entzündung, das ist vielleicht nicht ganz unwichtig, ist nicht nur Gallengang, der außerhalb der Leber liegt, sondern die zieht sich weit rein bis in die einzelnen Leberlappen. Und was ganz typisch ist, und das hilft uns auch in der Diagnose dieser Erkrankung, ist, dass die Gallenblase weg ist. Ein ganz typisches Phänomen, was hilft, diese Erkrankung auch dann zu. Was kann man therapeutisch machen aktuell? Ganz wenig, muss man sagen. Eine Operation nach Kasei, das ist ein japanischer Chirurg, der das entwickelt hat.
bin kein Chirurg, deswegen ein bisschen vorsichtig sein, aber so ähnlich wie eine Roux-Y-OP würde ich das nennen. Da wird Dünndarmanteile auf die Leber aufgenäht, sodass die Galle direkt abfließen kann. Aber das ist nur eine Überbrückung. Die meisten Kinder brauchen irgendwann eine Transplantation, wie schon erwähnt. Und es gibt eine Reihe von therapeutischen Ansätzen. Nur einen habe ich hier unten aufgeführt, weil er auch für unsere Forschung relevant ist. Nämlich, dass man den Kindern schon sehr früh relativ hohe Dosen an Cortison gibt, unter der Vorstellung, dass man die Entzündung im Gallengang hemmen kann. Aber wie Sie sich vorstellen können, ist das eine nicht ganz nebenwirkungsarme Therapie, deswegen sehr umstritten. Aber vielleicht gibt es andere Ansätze, da kommen wir gleich drauf. Was sind die Forschungsziele im Hinblick auf diese Erkrankung? Ich würde sagen, es sind drei. Einmal, wir wollen wissen, was ist die Ursache, unverändert. Wie können wir möglichst früh diese Erkrankung identifizieren? Das ist sicherlich das zweite wichtige Forschungsziel. Und das dritte ist, wie können wir die durch den Rückstau der Galle entstehenden Entzündungen in der Leber hemmen? Ich selbst beschäftige mich hier unten mit, deswegen habe ich es ein bisschen markiert. Deswegen zu den ersten zwei Dingen nur zwei kurze Anmerkungen. In dem Bild aus dem Patientenkollektiv von uns mitgebracht. Wenn man diesen Säugling hier so sieht, dann denkt man, der sieht eigentlich gesund aus. Aber wenn man das Zwillingskind daneben liegt, dann sieht man, es ist nicht wirklich gesund, sondern es hat tatsächlich eine Ikterus, und das zeigt, wie subtil, wie schwierig das ist, das in dem Alltag, im klinischen Alltag, bei entsprechend schwierigen Untersuchungsbedingungen das zu sehen. Das zeigt aber auch was Zweites, nämlich, dass das keine angeborene im Sinne einer genetischen Erkrankung ist. Wir haben ja die ganze Zeit von genetischen Erkrankungen gehört. Solche, sag ich mal, Einzelschicksale helfen der Medizin zu erkennen, okay, wenn eineiige Zwillinge offensichtlich nicht beide Träger dieser Erkrankung sind, dann kann es keine vererbte oder klassisch vererbte Erkrankung sein. Hinweis dafür, dass es wahrscheinlich andere Ursachen hat, den, wie gesagt, versuchen andere auf den Grund zu gehen. Das zweite Ziel ist eben das frühzeitige Erkennen. Und mit dieser kleinen Stuhlkarte, die ich vor 10 Tagen auf einer Tagung gezeigt bekommen habe, versuchen Forscher aus Kanada, diese Diagnose früher zu stellen. Das zeigt, diese Karte finde ich, zeigt eigentlich ganz schön, dass Forschung gar nicht so kompliziert sein muss manchmal, sondern einfache Maßnahmen, die das Mitgeben den Eltern dieser Karte hilft, möglicherweise diese Erkrankung früher zu sehen. Funktioniert so, die Kinder werden in diesem Bezirk, das ist Vancouver, geboren und alle Eltern bekommen eine solche Karte mit und sollen sozusagen den Stuhl ihrer Kinder mit der Farbe, die hier angegeben ist, vergleichen und dann schauen, ist das alles noch normal, also in dieser Farbskala, oder sind wir hier oben? Und wenn das so ist, dann muss das Kind in die Klinik. Das ist Forschung auf einfachem Niveau, aber mit einer hohen Breitenwirkung, wie ich finde. Und kann man zumindest mal auch für uns erwägen, sage ich mal. Ich selbst, wie gesagt, befinde mich auf dem dritten Pfad sozusagen, nämlich was macht die Entzündung in der Leber aus und können wir irgendwas dagegen unternehmen? Da stößt man automatisch, wenn man sich mit Leberentzündung beschäftigt, auf diesen deutschen Pathologen Karl Kupfer. Der hat im Grunde als einer der ersten vor vielen Jahren gezeigt, dass die Leber nicht nur eine Synthesefunktion hat. Da werden nicht nur Proteine gemacht, da werden nicht nur Proteine oder Gifte abgebaut, sondern die Leber ist auch ein immunologisch relevantes Organ. Er hat als erster eine Zelle entdeckt, die nach ihm genannt wurde. Das ist die sogenannte Kupferzelle. Nicht falsch geschrieben, sondern es hat eben nichts mit Kupfer zu tun, sondern mit dem Herrn Karl Kupfer, der interessanterweise diese Zelle hier beschrieben hat, die heute Hepatische Sternzelle heißt. Die hat er nämlich gefunden. Wir nennen aber diese Zelle hier nach ihm, das ist die sogenannte Kupferzelle. Was macht diese Zelle aus? Das ist eine Zelle, mit der sich viele Leberimmunologen beschäftigen, weil sie im Zentrum letztlich der Immunregulation, der Abwehrreaktion und der Entzündungsreaktion der Leber stehen. Und eine Zelle, die im Gallengang sitzt und alle Sachen, die im Gallengang durchfließen, rausfiltert. Alle Bakterien, die aus dem Darm kommen und so weiter. Damit ich Ihnen das ein bisschen illustriere, gibt es eine sehr eindrucksvolle Forschergruppe auch aus den USA, die in der Lage ist, lebende, sozusagen am lebenden Organismus in der Leber Filme zu drehen. Die sind nicht ganz so spektakulär wie YouTube-Filme, aber ich zeige Ihnen das einmal. Das zeigt eigentlich ganz schön, wie sozusagen in der Maus Kupferzellen funktionieren. Sie werden gleich die rot erscheinenden Kupferzellen sehen. Dann sehen Sie, wie durch die Leber kleine Partikel geschickt werden. Wie die Kupferzellen, vielen Dank, dass diese kleinen Partikel rausfischen. Das ist die Filterfunktion dieser Zellen. Und was die Forschung heute kann, was ich auch relativ eindrucksvoll finde, ist, ich kann, wie gesagt, an der lebenden Maus mikroskopisch filmen, was passiert in dem Organ unter bestimmten Bedingungen. Hier sehen Sie nochmal die Kupferzellen in elektronenmikroskopischen Aufnahme.
Und eine der im Mittelpunkt stehenden Fragen vieler Leberimmunologen ist, ist diese Zelle gut oder ist diese Zelle böse? Denn sie macht Entzündung und Entzündung wollen wir ja eigentlich, jedenfalls bei bestimmten Erkrankungen, nicht haben. Und mit dieser Frage habe ich auch oder haben wir uns auch beschäftigt. Das Ganze können wir natürlich nicht bei Kindern machen, sondern wir müssen dafür Mausmodelle nehmen, die uns aber wirklich wertvolle Informationen liefern. Hier sehen Sie sozusagen, wie die Arbeit in etwa funktioniert. Zunächst einmal muss die Maus narkotisiert werden, dann wird sie richtig gehend operiert, man legt den Bauch frei, man guckt sich die Organe an, die ganz ähnlich aussehen wie beim Menschen, stellt den Gallengang dar und macht den Gallengang mit einer Naht, die Sie hier sehen, zu. Und im Grunde hat man damit das Modell nachgeahmt der Gallengangsatresie beim Säugling. Und mit diesem Mausmodell kann man dann Experimente machen und gucken, okay, was können wir tun, um A, dieses Phänomen Gallengangsatresie zu verstehen, die Entzündung in der Leber und da therapeutisch zu prävenieren. Hier haben wir im Prinzip einen experimentellen Ansatz gewählt, wo wir Substanzen in die Maus gegeben haben, die die Kupferzellen einfach eliminiert haben. Depletion. Danach wurde die Maus hämisch gemacht und dann haben wir die Leber uns genauer angeguckt und hier sehen Sie sozusagen die Leber einer unbehandelten Maus, daneben die Leber einer behandelten Maus. Was wir da gesehen haben, hat uns eigentlich überrascht, weil wir was ganz anderes erwartet hatten. Wir hatten gedacht, wenn wir die Kupferzellen eliminieren, die ja die Entzündung machen, dann müsste eigentlich der Schaden eher abnehmen. Wäre vielleicht ein guter therapeutischer Ansatz. Hier sehen Sie den Wert von Tiermodellen, wenn man sowas mal dann nachvollzieht und feststellt, es ist eigentlich ganz anders. Wenn wir diese Zellen eliminieren, wird es viel schlimmer. Stellen diese vielen blauen Punkte dar. Die Leber ist deutlich, viel deutlicher geschädigt. Und da kann man eine Reihe von Schlüssen draus ziehen. Jedenfalls einer ist, dass man das nicht als Therapie verwenden kann. Kupferzellen scheinen also wichtig zu sein. Eine andere Möglichkeit, diese Zellen zu isolieren, ist, indem man den Tieren, das haben wir gemacht, Tinte gibt, denn das besteht aus kleinen Partikeln, die in den Kupferzellen aufgenommen wird. Dann wieder das gleiche Modell. Man nimmt die Leber heraus und macht dann Schnitte und mit dem sogenannten lasergestützten Verfahren kann man die Kupferzellen, die jetzt schwarz erscheinen unter dem Mikroskop, gezielt rausschießen. Die ganzen kleinen schwarzen Punkte sind Kupferzellen. Laser schießt ihn sozusagen auf eine Membran drauf. Was man dann hat, ist dann eine Anreicherung dieser Zellen, die man dann untersuchen kann und genau schauen kann, was machen diese Zellen, wenn man sie aus diesem Gewebeverband herauslöst und dann anschaut. In unserem Fall haben wir gesehen, die Kupferzellen unter Cholestasebedingungen machen einfach eine Reihe von Entzündungsfaktoren, die relativ früh ausgeschüttet werden. Also scheinen schon irgendeine Funktion zu haben, die Richtung Entzündung geht. Aus irgendeinem Grund scheint das aber gut zu sein für das Organleben. Und einen dritten Ansatz, den wir gewählt haben, um zu verstehen, was spielt sich eigentlich in der Leber so ab, unter Cholestasebedingungen, ist, dass wir den Mäusen magnetische Mikropartikel gespritzt haben. Auch hier oben wieder das gleiche Modell. Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass man, und das war so ein bisschen der Verdacht, den wir hatten, verschiedene sagen phagozytierende Zellen, wo die Kupferzellen auch gehören, voneinander zu trennen und zu gucken, ist vielleicht die eine Population gut und die andere schlecht, also ganz banal ausgedrückt, aber tatsächlich haben wir gesehen, okay, es kommen zusätzliche Zellen, Entzündungszellen in die Leber rein, denn diese winzige kleine Zellgruppe, die Sie hier sehen, die zeigt, aha, da passiert offensichtlich mehr, als dass nur eine Zelle aktiviert ist, sondern da fließen und immigrieren in die Leber andere Entzündungszellen, die auch wichtig sind, offensichtlich die Entzündung an der Leber unterhalten. Zusammenfassend kann man also sagen, wir haben gesehen, die Kupferzellen sind wichtige regulierende Zellen. Es ist nicht gut, die einfach komplett auszuschalten. Es gibt noch andere Zellen, die eine Rolle spielen und es werden wichtige Entzündungsfaktoren ausgeschüttet. Und die Frage, die sich dann anschließt, ist, können wir das vielleicht anders als mit dem groben Mittel der Komplettelimination manipulieren? Kann man möglicherweise Partikel in diese Leber in diese Leberzellen einbringen, die nicht gleich die ganze Zelle töten, aber vielleicht in ihrer Funktion runterregulieren? Da sind wir auf dieses Prinzip dieser Mikropartikel gestoßen. Wir haben hier in Mainz, was Sie vielleicht wissen, das Max-Planck-Institut für Polymerforschung. Wir sind in der Lage, solche Partikel herzustellen, Nanopartikel, sehen Sie hier unter einer rasterelektronenmikroskopischen Aufnahme. Und der Vorteil dieser abbaubaren Partikel ist, dass man da Medikamente, zum Beispiel Cortison, einbringen kann. Und dieses System haben wir genutzt, um jetzt nicht nur sozusagen die Zellen zu eliminieren oder darzustellen, sondern um zu gucken, sind wir in der Lage, diese Partikel auch in die Leber einzubringen und in die Zellen und sind wir in der Lage, diese Zellen in ihrer Funktion zu verändern. Was Sie hier sehen ist, man in diese Nanopartikel Farbstoff einbringt, zunächst einmal, dass sie in der Leber landen, was ja sozusagen unser Zielorgan ist. Das nächste, was wir gesehen haben, ist,
die landen nicht nur in dem Geflecht Leber, sondern die werden auch von Zellen aufgenommen. Das sind sozusagen hier nicht behandelte Lebern und das sind behandelte Lebern. Jeder kleine Punkt stellt eine Zelle dar, die fluoresziert und das kann man messen in durchflusszytometrischen Verfahren. Und man kann nicht nur messen, wie viele dann aufgenommen werden, sondern man kann auch sagen, welche Zellen das genau sind. Die Oberflächenmarker zum Beispiel, das ist einer für Endothel, das hier unten ist einer für Makrophagen. Sodass man sagen kann, diese Partikel gehen in das Organ Leber unter bestimmten Bedingungen, werden von bestimmten Zellen aufgenommen und machen auch was mit diesen Zellen, nämlich hier an der Stelle hier die unbehandelte Zelle und hier behandelte Zellen, die supprimieren nämlich die Ausschüttung von Entzündungsfaktoren. Sie haben vorhin gesehen, in dem Modell Cholestase haben wir gesehen, die Entzündungsfaktoren werden hochreguliert. Einer ist zum Beispiel IL-6. Hier können wir nachweisen, wir sind in der Lage, das gezielt runter zu regulieren. Und letztlich dann das für uns erstmal Entscheidende, wenn auch noch vergleichsweise vorläufige Ergebnis ist, dass wir in dem Modell Maus auch sehen können, dass die Gesamtentzündung der Leber durch das Einbringen dieser kortisonhaltigen Partikel reduziert werden kann. Warum machen wir das eigentlich mit diesen Partikeln, wenn Sie sich die ganze Zeit fragen? Kann man denen nicht einfach so Cortison geben? Das entscheidende Ziel dieses Prinzip Targeted Drug Delivery ist, dass wir versuchen, eben nur das Organ anzuzielen, wo wirklich die Erkrankung steckt, weil wir Nebenwirkungen vermeiden wollen. Wie kann man das in der Maus messen? Das war auch eine Frage, mit der wir uns beschäftigen können. Also haben wir der Maus normales Cortison gegeben und dann Cortison aus diesen Partikeln. Und das kann man zum Beispiel messen an dem Organ Thymus. Man weiß, auch beim Kind wissen wir das übrigens, wenn man dem Kind zum Beispiel Cortison gibt, dass der Thymus sehr schnell kleiner wird. Und so ist die Thymusgröße ein Maß für die sogenannten systemischen Nebenwirkungen des Präparats Cortison. Wir haben einmal die Kapseln eingesetzt, dann freies Cortison. Wir sehen, dass die hier sozusagen einfach nur Kochsalz, da bleibt die Thymusgröße am größten. Bei Kapseln nimmt sie schon etwas ab, aber bleibt immerhin auch bei 50%. Wenn man normales Cortison, so wie Sie und ich behandelt werden würden, einsetzt, dann sieht man, dass das ganze Organ, mal zurück, verschwindet. Also zusammenfassend kann man sagen, die Eingangsadresse wirklich eine Erkrankung ist, die wir immer noch nicht verstehen und die wirklich relevant ist und die rasch zu einer Leberzirrhose führen kann. Wir erkennen oder wir sehen, dass es wirklich wichtig ist zu verstehen, was tun die Zellen in der Leber während dieser Erkrankung, wie verhalten sie sich, mit welchen anderen Zellen interagieren sie, was schütten sie für Entzündungsfaktoren aus. Und was wir sehen und wo ich glaube, unglaublich viel Potenzial drin steckt, ist, wir sehen die Möglichkeit, in diese Zellen ganz gezielt Substanzen einzubringen, so eine nebenwirkungsarme, gezielte Therapie durchzuführen, jedenfalls im Mausmodell, die möglicherweise uns die Chance gibt, das Gleiche auch bei Kindern irgendwann mal zu machen. Ja. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dank auch an meine Arbeitsgruppe, die sicherlich ohne die das nicht möglich wäre und alle die uns fördern. Ja. Ja. Ja, das ist sicherlich eine ganz berechtigte Frage. Ist im Moment jedenfalls wahrscheinlich das Modell, was der Erkrankung am nächsten kommt. Es gibt noch ein zweites Modell, das bedient sich einer Virusinfektion in der Maus, wobei jedes Modell seine Limitierung hat. Das Modell mit der Virusinfektion führt dazu, dass wir Mäuse nur ganz kurz leben lassen können und dann kann man sie im Grunde nicht untersuchen.
Das ist sicherlich die Limitierung, die sehen wir natürlich auch, dass hier wir ganz umschrieben hier nur den Gallengang zumachen. Trotzdem glaube ich aber, dass die durch die Cholestase, also durch den Rückstau von Galle in die Leber initiierten Prozesse, immunologischen Prozesse, dass die schon das reflektieren, was sich auch beim Kind darstellt. Wie gesagt, ich komme gerade von einer Lebertagung, da war das auch nochmal ein Thema. Und da war auch die Behandlung mit Cortison ein Thema. Und da gibt es Arbeitsgruppen, die tatsächlich genau das machen. Die behandeln Kinder, Säuglinge, über einen Monat mit hohen Dosen Cortison. Und da braucht man einfach Modelle, wo man genau das Gleiche machen kann letztlich. Das nochmal zu reflektieren. Oder um es eben gezielter zu machen. Aber es ist im Moment, würde ich sagen, am ähnlichsten und am Erkrankungsbild am kommende Modell oder Untersuchungsmodell. Leider, wir wünschten es, wir hätten noch bessere, aber das ist das, was wir zu verfolgen. Ja. Also ich denke, das nächste Ziel ist zunächst einmal, das Modell zu optimieren. Also da ist sicherlich noch sehr viel Arbeit. Also gerade diese ganze Nanomedizin gibt es zunächst einmal ja viele Fragen, wie toxisch sind die Kapseln? Nur mal, das sind so Fragen, die muss man im Vorfeld beantworten. Ich glaube aber, dass die Entwicklung schon dahin gehen wird, dass man irgendwann auch Menschen damit behandelt. Meistens geht es so, muss man sagen, dass erst die Erwachsenen mitbehandelt werden. Also dass wir, und es wird interessante Erwachsenenpatienten geben. Zum Beispiel, denken Sie, Sie haben ja gesehen, die Kapseln gehen in die Leber rein. Interessantes Kollektiv werden Lebertransplantierte. Die werden ja auch systemisch mit immunsuppressiver Cortison, Azathioprin und so weiter behandelt. Man könnte sich gut vorstellen, diese Kapseln einem transplantierten Patienten zu geben, wo wir, das muss man jetzt ganz vorsichtig sagen, wo vielleicht die Schäden nicht so gravierend werden wie jetzt beim Säugling. Und ich könnte mir vorstellen, man wird dieses Prinzip weiterentwickeln und irgendwann wird man in adulte Patienten gehen. Erst im letzten Schritt wird man in Säuglinge. Also etwa verweise die Entwicklung. Ganz schwer zu sagen, da würde ich mich jetzt nicht trauen. Wir haben schon vieles vorhergesagt, was nicht getroffen hat. Aber wird schon ein paar Jahre noch brauchen. Ja. Ob ich das noch. Ja. Wir haben die in die Schwanzvene der Maus gespritzt. Eine gute Frage. So ganz genau haben wir es nicht verstanden. Wir haben natürlich eine Reihe von verschiedenen Kapselformulierungen genommen. Wir haben zum Beispiel, sag mal, Kapseln aus Mannose gehabt, interessanterweise in der Lunge gelandet. Dann haben wir, das war jetzt Hydroxyethylstärke, die ist interessanterweise in der Leber gelandet. So, woran das jetzt hängt, warum eine Kapsel da oder dorthin geht, das ist sicherlich noch eine berechtigte Frage. Eine Sache, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe, ist, dass man diese Kapseln, man nennt das funktionalisieren kann. Man kann auf diese Kapseln Rezeptoren machen für bestimmte Zelltypen, also sag mal für Kupferzellrezeptor oder dendritische Zellen oder andere Zellen, sodass man das auch noch zellspezifisch machen kann. Diese Dinge haben wir noch gar nicht, jedenfalls haben das auch schon gemacht, aber nicht in diesem Modell. Aber man kann das steuern. So viel dazu. Oder haben Sie direkt die Vena Porta kanuliert sozusagen? Das ist dann schon, ja, sicherlich auch ein Weg, um dahin zu kommen, aber ich würde sich wünschen, dass es einfacher sozusagen über eine periphere Vene einzuspielen.
Ja, das ist eine wirklich sehr gute Frage. Dahin zielt auch im Prinzip unser Therapieansatz. Im Grunde, was man versucht mit dieser Therapie zu machen, ist, wir haben noch gar nicht mal die Hoffnung, dass das Kind nicht transplantiert werden muss. Aber wir haben die Hoffnung, dass der Zeitpunkt zur Transplantation verlängert werden kann. Das ist viel auch zum Beispiel der systemischen Kortisontherapie, dass man sagt, okay, vielleicht kriegen das Kind wenigstens ein bisschen älter, damit das Spenderorgan, und das ist ja Ihre Frage, überhaupt reinpasst. Es ist eine häufige Schwierigkeit, dass die Leber so groß ist, dass man die nicht in einen 6 Monate alten Säugling hineinbekommt. Wir bekommen ja sowieso bei der Transplantation nur Teillebern, so Split-Leber. Aber auch dann ist es noch ein Problem. Und je größer das Kind ist, idealerweise über 1 bis 1,5 Jahre, desto optimaler die Ergebnisse. Aber das Ziel ist es, diesen Zeitraum zu verlängern, ihn größer zu kriegen. Es gibt Kinder, die länger überleben. Die Leber ist ja sicherlich, das macht es auch für den Immunologen zu einem sehr spannenden Organ, das Organ, was am ehesten dazu dient, Toleranz zu machen. Kupferzellen spielen wahrscheinlich eine ganz große Rolle. Es gibt sogar Fälle, wo man ganz wegkommt oder ganz, jedenfalls unsuppressive sehr weit reduzieren kann. Trotzdem würde ich sagen, ist die durchschnittliche Überlebensrate etwa so bei 15 Jahren. Ja, was unglaublich viel ist und trotzdem wenig, wenn man bedenkt, dass das Kind mit 0 transplantiert wird und dann 15 Jahre alt ist. Und wir haben auch einige Kinder in unserer Klinik und dann mindestens mal eine Retransplantation braucht. Das heißt, es ist nicht wirklich eine Lösung, sondern es ist erstmal nur ein Zeitgewinn, der überschaubar ist. Wo sind die Schaltstellen, die zu Krankheit oder Gesundheit führen? Je mehr wir auf diesem Gebiet arbeiten, umso bedeutender wird es im Prinzip in der frühen Entwicklung des Menschen, diese Erkenntnisse realisieren zu können oder auch unter Umständen zum Wohle unserer körperlichen Entwicklung Gesundheit einsetzen zu können. Also, das ist spannend. Heute, jetzt müssen Sie sich bewegen, damit der Kreislauf in Schwung bleibt oder, körperliche Aktivität rangeht. Ich sag mal so, unter diesen Gesichtspunkten ist das eher so ein bisschen Kosmetik an unserem Programm. Aber ich glaube schon, dass wir morgen, nicht wahrscheinlich in unserer Laufzeit, aber in der nächsten Generation oder übernächsten Generation tatsächlich in der Lage sein werden, mit diesen Erkenntnissen im Prinzip einen neuen Ansatz, Prävention chronischer Erkrankungen der Menschen im Allgemeinen oder des Erwachsenenalters einführen zu können. Also, das soll spannend bleiben. Wir kommen auch gerne wieder mit ein paar anderen Aspekten aus der Pädiatrie und ich bedanke mich für die Einladung unserer Klinik. Ja, ich gebe den Dank zurück. Es war ein spannender Abend. Man merkt bei Ihnen, Sie sind begeistert von der Kindermedizin. Das kam auch rüber, muss auch so sein und muss sich ein Leben lang halten. Die Vorträge waren hervorragend aus meiner Sicht. Ich kann mich nur bedanken für die Mühe, die Sie sich gemacht haben. Ein guter Forscher muss meines Wissens oder meiner Meinung nach nicht nur gut forschen, sondern er muss auch die Ergebnisse darstellen können. Leuten, die eigentlich von der Sache nichts verstehen, das ist Ihnen allen hervorragend gelungen. Es war was Inspirierendes. Man kann sich vorstellen, wie das weitergeht. Und es ist aufregend, wenn man denkt, man kann an den Zellen jetzt solche Erkrankungen schon nachweisen, an welcher ganz kleinen Stelle, die wir uns gar nicht vorstellen können, passiert etwas und wir können vielleicht diesen Schalter umschalten und dann die Erkrankung behandeln. Also es war, aus meiner Sicht kann ich mich nur bei Ihnen allen bedanken. Man kann Ihnen nur gratulieren zu den Mitarbeitern, der Auswahl des Programms und Sie sind gerne wieder bei uns gesehen. Ergänzungen noch. Die nächste Veranstaltung, in der nächsten Veranstaltung der Medizinischen Gesellschaft in 14 Tagen am 5. Dezember vertiefen wir das Problem beim Erwachsenen. Der Abend heißt Epigenetik. Es wird Dr. Richli vom Institut für Molekulare Biologie sprechen. Er ist ein Grundlagenforscher, der sich mit diesen Regulationsmechanismen im Epigenom beschäftigt. Und es wird Professor Lennert aus Kiel kommen, den Sie kennen. Er war früher bei Herrn Bayer Oberarzt, ist jetzt Direktor der ersten Medizinklinik in Kiel und war Präsident der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin.
Er wird für die Perspektiven, die diese epigenetische Forschung, Epigenetik, epigenetische Therapie beim Erwachsenen hat, über diese Perspektive wird er sprechen und in der Moderation von Herrn Bayer, den ich heute sehr begrüße. Schön, dass Sie da waren. Er ist Schüler, wie gesagt, Herr Professor Lennert von Herrn Bayer. Und es wird sicher eine Fortsetzung, eine spannende Fortsetzung des heutigen Abends. Wenn Sie alles nicht so ganz genau verstanden haben, ist es nicht so schlimm. Mir ging es auch so. Aber Sie haben, Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie einverstanden sind, der Vortrag wurde aufgezeichnet und in ein paar Tagen ist es im Universitätsvideoarchiv, also YouTube Universitätsmedizin oder über die Homepage der Medizinischen Gesellschaft Mainz kommen Sie auf das Videoarchiv und dann können Sie in aller Ruhe diese ganzen Vorlagen nochmal nachschauen. Und wenn es dann immer noch nicht klappt, dann glaube ich, sind auch die Referenten bereit, über E-Mail eine Antwort noch zu geben. Nochmals vielen Dank, dass Sie gekommen sind. War noch eine wichtige Frage? Im Hörsaalchirurgie. Hörsaalchirurgie, auch ganz nächstes Jahr habe ich schon getestet nochmal. Also 205, ja, okay. Ich habe mich am Anfang ja entschuldigt, irgendwie ist er da der Hörsaalchirurgie doppelt belegt worden. Ab nächstes Mal und die ganze nächstes Jahr ist wieder Hörsaalchirurgie. Kommen Sie gut nach Hause, vielen Dank, dass Sie da waren.